right, gentlemen. I want you to repeat after me just how I do it. Ready? Your turn. Very good. Don't go ahead now. Good golly. Bring it around now. Ladies. Ladies and gentlemen, may I present to you Ja, willkommen zu unserer neuen Folge vom Strubbelpeter Podcast. Und heute soll sich's vor allem um das Thema die Festung Rock drehen, das Festival des Strubbelpeter Kronach. Seit 2007 macht der Strubbel ein Festival an der Festung Rosenberg in Kronach. Viele von euch kennen's. Und ich habe heute zwei Gäste, wo man sagen kann, die sind echte Urgesteine im Festung Rockt Helfer-Team. Und zwar den Ferdinand Petzold, genannt Ferdl, und den Jonas Müller, genannt Jonas. Servus. Hallo. Und eine Besonderheit ist beim Ferdl, dass der Ferdl tatsächlich der einzige Mensch ist, einzige Helfer, der wirklich bei allen Festung Rockts mit dabei war. Das kann man schon sagen, ne, Ferdl? Ja, das heißt, seit 2007, und da ist es so, dass ja auch ich als Verantwortlicher fürs Festival, Leiter vom Strubbelpeter, erst 2010 mein erstes Festival hatte und du also wirklich aus erster Hand auch erklären kannst, wie sich das Festival so entwickelt hat. Und deswegen, ja, freue ich mich, dass du dich bereit erklärt hast, mit dabei zu sein. Und dann haben wir noch einen Gast, nämlich den Jonas Müller. Jonas, du bist auch schon wirklich lang dabei. Ich glaube, wann war dein erstes Festival? 2011, kann es sein? Ja, genau, 2011. Ja, genau. Und du hast ja angefangen, als FSJler im Strubbel Festival, das Festung Rock mit zu entdecken. Da warst du sozusagen meine rechte Hand, oder wir haben zusammen das intensiv bearbeitet. Und ich freue mich auch, dass du da bist. Also auch bei dir schon 10 Jahre fast Festival-Erfahrung, ne? Super. Okay. Ihr zwei, wir haben uns entschieden, mal einen Podcast zu dritt zu machen, weil ihr einfach beide so spannende Gäste seid und wir wollten über Festung Rock sprechen. Und ja, da gibt's natürlich wahnsinnig viel zu sagen, da ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben wahnsinnig viel auch gemeinsam und zusammen erlebt und für alle, die jetzt zuhören, muss man auch sagen, wir kennen uns halt sehr gut. Das heißt, ja, manchmal sind so Dinge vielleicht klar, die für andere nicht so klar sind. Wir versuchen es möglichst gut, euch sozusagen transparent darzustellen. Ja, ich komme mal zur ersten Frage, die wir am besten alle drei gemeinsam beantworten. Was ist überhaupt das Festival-Team? Also dieses Team, das das Festival organisiert. Jonas, magst du vielleicht mal sagen, was aus deinen Augen das Festival-Team ist? Ja, das Festival-Team ist letztendlich ein ehrenamtliches Team im Strubbelpeter Kronach. Im Strubbel gibt es ja einige ehrenamtlichen Teams. Früher gab es zum Beispiel auch das Konzertteam, das Konzerte und Veranstaltungen im Haus selber organisiert hat. Oder das Bedienungsteam, die im Café bedienen. Und das Festivalteam kümmert sich eben um den Aufgabenbereich, alles was Festung Rock betrifft. Heißt von Anfang an, am Anfang des Jahres, welche Bands sollen auf der Festung spielen. Dann wird sich ein Line-up überlegt, welche Bands könnten wir anfragen. Dann geht's weiter über die Organisation vom Ablauf, wie es Gelände ausschauen soll, wo sollen die Dixies stehen zum Beispiel, wie viel Dixies brauchen wir überhaupt, das ist ja immer eine gute Frage. Dann geht's weiter mit, wenn's aufs Festival zugeht, so langsam, mit Werbung machen, das Plakat designen, Plakattouren fahren, all solche Sachen. Also alles rund ums Festival und dann natürlich am Tag selber oder den Tagen davor und danach Aufbau, Organisation und Ablauf von Festung Rockt. Mhm.
Ja, danke dir. Da hast du ja eigentlich schon fast alles gesagt. Man kann vielleicht dazu noch sagen, dass sich das Festivalteam ja wie das Festival auch immer weiterentwickelt hat und was viele nicht wissen, dass da tatsächlich momentan über 30 Jugendliche und junge Erwachsene in dem Team drin sind. Das ist schon beachtlich, finde ich, ja. Und dass dann ja beim Festival selbst sogar über 100 Jugendliche aus der Region Kronach ehrenamtlich mithelfen. Die sind aber dann nur an dem Tag dabei. Ja, und beim Festivalteam ist es so, wie kann man denn da überhaupt mitmachen? Also, ich meine, ich bin ja eigentlich verantwortlich fürs Team, aber vielleicht könnt ihr es trotzdem beantworten. Was ist da eigentlich, wie kann man da eigentlich mitmachen? Also, wenn sich jetzt vielleicht jemand interessiert dafür nach dem Podcast. Ich sage mal, bei mir war das damals ganz lustig, wie ich da reingerutscht bin, weil ich habe einfach nur jeden Tag Gitarre gespielt und hatte richtig Bock auf Musik. Und meine Schwester hatte damals einen Freund und der war eben auch, wie der Jonas, Zivi im Struve. Und der hat halt auch immer mit Musik mich immer weitergebracht und hat dann eben gesagt, es wird ein Festival geplant in Kronach, ob ich denn mithelfen will. Das war 2007 und ich bin so reingerutscht. Ich sag mal so, aber letztendlich kann sich jeder, der eigentlich Lust hat, auch ob er musikalisch ist oder nicht, einfach wenn du Lust hast, da mitzumachen, einfach beim Strubel, beim Samu am besten anfragen. Und ich glaube, das Team ist eigentlich wirklich, also das, was wir jetzt momentan haben, ist wirklich cool. Und da ist eigentlich jeder herzlich willkommen. Ja, danke, Ferdl. Ja, genauso sehe ich es auch. Also, wenn ihr da mitmachen wollt, ihr einfach nur, da reicht irgendeine Art von Kontaktaufnahme, mal vorbeikommen, mit mir kurz sprechen, ich interessiere mich dafür, mir eine Mail schreiben oder irgendwie halt mich zu kontaktieren und dann kann man auch mal reinschnuppern und einfach mal so ein paar Treffen mitnehmen und sich das Ganze mal anschauen. Ne? Genau, ich sag halt auch, es ist halt auch wichtig, dass man ein bisschen Engagement mit an den Tag bringt, sage ich mal, nicht, dass man nur sagt, okay, man geht jetzt nur aufs Festival oder so und dann kommt man kostenlos rein. Also es ist dann am Ende, sage ich mal, drei Tage vor dem Festival ist dann auf jeden Fall, da muss jeder da sein. Das ist dann ganz wichtig und vor allem, wir sehen es ja jedes Jahr beim Abbau, dass die Leute dann immer meistens zu erschöpft sind nach der Aftershow-Party. Und also deswegen ist es auch gut, wenn man Engagement mitbringt, das auf jeden Fall. Ja, also ich meine, also da muss ich noch was dazu sagen, und zwar die Festivalteamler, die fehlen am Sonntag eigentlich nie, ne? Das muss man sagen, weil die nehmen halt auch ihre Verantwortung wahr. Und es ist so, dass ich schon finde, dass die Festivalteamler wirklich immer Engagement mitbringen. Also jetzt so jemand, der sich jetzt da den Eintritt erschleichen will, sage ich jetzt mal ein bisschen überzogen, das habe ich eigentlich tatsächlich in den vielen Jahren, wo ich es jetzt mache, noch nie gehabt. Nee, das ist doch gut. Ja. Schon immer irgendwie auch ja mitwirken und sich für was engagieren. Also das finde ich auch überraschend, dass das noch nie der Fall war, ne, Ferdl? Ja, das stimmt. Kann man sich ja schon denken, dass das vielleicht öfter mal passieren würde, aber es ist tatsächlich nicht so. Du, Ferdl, du hast mir gleich die nächste Frage eigentlich schon vorweggenommen fast. Ja. Und zwar war die, wie bist du eigentlich damals zur Festung Rock gekommen? Das hast du jetzt eigentlich schon erzählt. Ja, genau. Aber wie war das da so diese Anfangszeit, so als das Ganze so losgegangen ist? Also ganz ehrlich, für mich ganz, ganz komisch, weil ich war da so, wie alt war ich da, 16? Und ich habe halt keinen gekannt und die waren alle schon 18 oder so damals noch im hauptamtlichen Team. Und das war ja meistens, also es hat am Anfang ja aus dem hauptamtlichen Team eigentlich mehr oder weniger bestanden. Und gut, Helfer hatten wir natürlich auch. Aber für mich war es dann komisch, weil ich halt niemanden kannte, war dann noch ein wenig schüchtern und das hat sich aber dann sozusagen, wie soll ich sagen, ich hatte ja nie ein Festivaltreffen davor. Ich bin damals 2007 mit auf das Festival und war dann praktisch im Team. Und 2008 dann, da war ich dann schon, ja, da war ich dann wirklich richtig mit Planer, sage ich mal, halt, da war ja damals noch der Lars. Und ja, da hat man sich dann gekannt und das war dann richtig cool. Also, und ich will es auch nicht missen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage jetzt so beantwortet habe, wie du das wolltest, Samu. Ja, ist schon richtig und auch interessant, ja.
Wir waren jetzt vorhin beim Festival-Team. Ihr macht es ja jetzt auch nicht nur ein Jahr, sondern ihr macht es ja beide wirklich schon langjährig. Warum engagiert ihr euch eigentlich im Struwwel und auch konkret im Festival-Team, also für die Festung Rockt? Vielleicht kann der Jonas die Frage mal zuerst beantworten. Ja, also ich denke mal, ich habe ja angefangen, dass ich FSJ im Struwwel gemacht habe 2011 und eben vorher dann kurz vor davor schon die Festung Rockt, auch erstmal als Helfer. Und da hat man einfach gemerkt, wenn man einmal im Struwwel engagiert ist, da ist man einfach drin. Das ist, man lernt einfach gute Leute kennen. Es ist so der eigene Kreis vom Struwwel, wie eine Familie sozusagen, wo man einfach mit drin bleibt. Und gerade jetzt auch von meinem Interesse her ist es ja auch so, wenn man selber Musik macht, genauso wie der Ferl auch, denke ich, ist es auch ein Stück weit gut, wenn man sagen kann, man kann bei der Festung Rockt was mitgestalten, was dann auch in der Region einen kulturellen Wert hat. Sag ich mal, ne? Dass man die ganze Musikszene, die Rockmusikszene ein bisschen pushen kann im Landkreis und mitgestalten kann. Und da auch gleichzeitig wieder was zurückgeben kann für die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die ja überwiegend unser Publikum auch mit sind bei Festung Rockt. Ferdl, wie ist es bei dir? Warum engagierst du dich eigentlich so lange? Weil irgendwann, man hätte ja auch sagen können, oh, weißt du was, ich bin da rausgewachsen oder habe keinen Bock mehr oder so. Aber es ist ja bei dir nicht so. Nee, das ist... ja, erzähl weiter, sorry. antworte ruhig. Also. Ja, das, ich sage mal so, das hat der Jonas ja auch schon aus demselben Grund, sage ich mal, wie beim Jonas auch, weil wir beide ja selbst auch Musik machen. Wir interessieren uns, glaube ich, beide gleich für Musik. Und ja, ich spiele, glaube ich, schon seit 17 Jahren oder so jetzt Gitarre. Und dann komme ich da so als kleiner Pförtl her, mehr oder weniger mit 16 Jahren, und sehe erstmal halt, wie die ganzen Großen, wie das abläuft und so. Das wusste ich ja alles nicht. Und das hat mich dann halt fasziniert, weißt du, wenn du so ein Festival groß werden siehst. Und was soll ich sagen? Es ist einfach unglaublich spannend, sowas mitzuverfolgen hinter der Bühne, was ja nie jemand sowas sieht. Und ich finde es jedes Jahr spannend. Und es passieren ja auch immer kuriose Sachen. Ja. Und genau. Wie gesagt, wir haben auch am Ende nach jedem Festival immer so die Aftershow-Party. Und das ist halt auch so ein kleines Highlight für uns nochmal, weil ich selber bekomme ja meistens gar nicht so sehr viel mit vom Festival. Aber wenn man dann immer hochfährt und die ganzen Leute sieht und ist irre. Also wie gesagt, ich will das nicht missen. Und ja, ich habe mich da jetzt auch schon fast ein bisschen mehr rausgenommen, jetzt sage ich mal, aus der ganzen Planungsgeschichte. Aber ich bin am Festival ja immer da und lass halt jetzt mal die Jüngeren ran, sage ich mal. Ja, du hast jetzt gerade was gesagt, dass du ja gar nicht so viel mitkriegst beim Festival. Ja. Und das hat mit dem Bereich zu tun, also wir nennen das Bereich. Es gibt beim Festival unterschiedliche Einsatzbereiche für die Festival-Teamler und aber auch für die Helfer, HelferInnen. Und zwar bist du ja Shuttlefahrer. Jetzt wollte ich euch mal fragen, welche Bereiche habt ihr so mitgearbeitet und warum habt ihr euch für die Bereiche entschieden? Vielleicht fängt der Ferdl mal an. Ja, gern. Also wie gesagt, 2007 habe ich ja begonnen als kleiner Helfer und da habe ich Bühne gemacht, weil damals war einfach niemand weiter da, der halt, oder was heißt niemand weiter da, das ist falsch, mich hat es halt wahnsinnig interessiert und der Lars hat halt gefragt, ob ich denn mit bei der Bühne helfen will, eigentlich war es so, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau. Ich war dann auf jeden Fall Bühne und habe dann halt immer die ganzen Amps mit hochgeschleppt und wieder runter und halt nach jeder Show dann und das hat mir wirklich gefallen und das habe ich dann 2008 und 2009 auch gemacht. 2008 hast ja du gespielt, Samu, das sollte ich ja damals zum Beispiel filmen, das weiß ich auch noch. 2009 war ich auch wieder Bühne. Genau, und dann hat es eigentlich angefangen 2010,
Wir hatten immer einen, der halt Shuttle gefahren ist. Das heißt, er hat eigentlich praktisch vom Strubel die Bands sozusagen zur Festung gefahren und wieder runter, dass die sich dann duschen konnten. Der musste dann Essen holen und war halt Springer für alles, was halt zwischen der Festung und dem Strubel unten in der Stadt passiert und so. Oder wenn jetzt mal, keine Ahnung, Eis ausgeht, dann musst du halt Eis holen oder so. Und du wirst dann als Shuttle die ganze Zeit angerufen. Und jedenfalls, das hat 2010, hat er das dann nicht mehr gemacht. Und dann hast, glaube ich, du mich gefragt, Samu, ob ich denn das machen würde. Und ja, ich war dann, glaube ich, schon 3 Jahre eben davor schon Bühne und habe mir so gedacht, naja, ist auch mal nicht schlecht und so, mache ich das halt. Ja, und dann seitdem fahre ich eben Shuttle und habe das dann auch nicht mehr aufgegeben, weil das eigentlich wirklich war, auch ein ziemlich cooler Bereich ist, auch wenn man nicht so sehr viel auf dem Festival oben ist. Aber du lernst halt dann die ganzen Bands einfach persönlich kennen und halt, du plauderst mit denen ganz normal und das war immer ziemlich interessant für mich. Genau, und dann deswegen bin ich auch beim Shuttle-Fahren geblieben. Ja, also ich muss da auch nochmal sagen, ich finde es total cool, dass du das machst. Ich finde es, mittlerweile haben wir sogar 2 Band-Shuttle-Fahrer, ne? Also der Uwe. Der Uwe noch, ja, genau. Der macht es ehrenamtlich, aber ich finde es auch cool, dass wir jemanden vom Festival-Team dabei haben, weil ihr wisst ja auch, dass dieser Bereich Bandbetreuung ganz wichtig ist und also uns ganz wichtig ist und dass es den Bands gut geht, dass die sich wohlfühlen, dass die eine gute Show spielen, dass alles passt, reibungslos ist. Und da wir mit dem Festival auf der Burg sind, also auf der Festung und so ganz weit weg von allem, da gibt's ja nicht mal fließend Wasser oben. Das stimmt. Da brauchen wir einfach auch, dass die Bands zum Hotel kommen, wieder zurück zur Show, den Strubbel als Dayroom nutzen können und so weiter. Da brauchen wir halt Shuttles. Und da bin ich echt froh, dass du das immer gemacht hast und auch so gut gemacht hast, weil ich weiß schon, das ist ein stressiger Job, wo auch andauernd das Handy klingelt, ne? Absolut. Aber es ist auch ein Job, den halt auch von den jüngeren Festival-Teamlern, glaube ich, wenig Leute machen wollen, weil sie halt gerne vor Ort sein wollen am Festival, ne? Und deswegen, ja, ist cool, dass wir dich haben, der dann halt auch das so zu schätzen weiß, die Bands mal persönlich kennenzulernen, ne? Aber wer kann das schon von sich sagen, mal hier tatsächlich eine halbe Stunde oder so mit einer Band im Bus zu sein und quatschen und halt einfach persönlich auch mal den Bands ein bisschen näher zu kommen und die kennenzulernen, ne? Also ja. Das kann ja nicht mal ich. Ich kann mal kurz Hallo sagen, aber das war's dann meistens, ne? Außer ja, Jonas. Bei der Aftershow ist es dann immer anders, sage ich mal. Ja, wenn die Bands kommen, alle kommen das stimmt, ja nicht. Das stimmt, ja. Aber oft kommen sie auch, ja, stimmt. Ja. Jonas, wie hat sich's bei dir so entwickelt? Welche Bereiche hast du so durchlaufen? Ja, am Anfang, das erste Mal, als ich als Helfer nur dabei war, da war ich an der Kasse. Das ist, glaube ich, so der typische Einstiegsbereich, wenn man mal das erste Mal bei Festung Rock mitmacht. Kasse oder Ausschank oder solche Sachen. Und dann, als ich FSJ im Strubbel gemacht habe, da war ich ja dann schon das ganze Jahr mit involviert und habe dann das Bühnenteam mitgemacht. Und bei der Bühne bin ich eigentlich auch überwiegend geblieben. Also ein Jahr gab es mal, da war ich dann auch in der Bar mit drin. War auch mal spannend und interessant, aber eben auch durch den musikalischen Hintergrund und war es einfach immer interessanter, an der Bühne zu sein. Und ich finde es halt auch gut, wenn man von früh bis nachts immer im Einsatz ist und also auch ein wenig den Stress hat, sag ich mal. Und da ist halt das Bühnenteam spannend, weil man kriegt sehr viel mit vom Ablauf, auch vom Backstage-Bereich, wie das alles läuft, die Umbauten und das alles. Also ist schon echt cool. Genau. Ja, Jonas, erzähl doch mal ein bisschen was im Detail, wie läuft es denn an der Bühne jetzt so heutzutage ab? Also nicht früher, über früher wollen wir nicht reden, sondern heutzutage, was ist da eigentlich konkret, bisschen konkreter so der Job, wie läuft das ab? Ja, also fängt eigentlich an, dass wir erstmal vor dem Festival im Backstage-Bereich aufbauen, mit Planen, wo soll was stehen, wo sollen die Bands ankommen, wo sollen sie ihr Equipment abladen, wo kommt es auf die Bühne, wo kommt es wieder runter.
und das Bühnenteam spricht sich halt dann auch ab, wer welche Aufgaben übernimmt. Es ist ja dann während dem Festival ist ja nicht so, dass dann jede Band schon da ist und alles steht parat, sondern das muss ja gut getimt werden, weil sonst alles vollstehen würde. Ist dann immer so, dass das Equipment hergefahren wird oder manche Bands dann erst im Laufe des Tages eintreffen. Da geht es dann darum, dass man die Bands mal mit begrüßt, zusammen mit dem Backstage-Team, die sich dann eher so um das Catering und das Wohlbefinden der Bands kümmern. Und wir machen eben alles, was dann so die Vorbereitung für einen Gig betrifft, dass einfach der Ablauf gut funktioniert, dass die Bands rechtzeitig auf die Bühne kommen. Ja, also ist dann so, dass die kommen mit den Tourbussen, dass wir die dann ausladen, das ganze Equipment, dass sie vor der Bühne teilweise schon aufbauen können, die Drumsets zusammenschrauben und dass wir das dann immer in den Umbaupausen auf die Bühne bringen und danach wieder runter. Und was da natürlich auch noch dazu gehört, was mir gerade einfällt, ist, dass wir natürlich dann, also ich auch, aber ihr auch, dass wir vorher dann immer auch die Rider der Bands, also die Technical Rider, die technischen Rider, nochmal prüfen, zusammen mit unserer Technikfirma und schauen, was brauchen die Bands, was für Equipment ist da, was brauchen wir da noch, sowas machen wir da auch noch, ne? Also das gehört auch noch zu der Aufgabe ein bisschen dazu, ne? Genau, ja, das ist ja auch für uns dann vorab immer wichtig zu wissen, welche Band hat welchen Aufbauaufwand, wie viel Helfer müssen wir dafür mit parat stehen haben, weil manche natürlich einfach Unmengen an Show noch auf der Bühne haben und Dekosachen und Riesenbanner und es muss dann halt alles, also wir haben schon Bands gehabt um der Festung, da mussten wir bei den 3 Umbaupausen vorher schon die Technik für den Headliner rauftragen und nach und so nacheinander aufbauen. Welche Band war das? Ja, also welche, die besonders krass unterwegs waren, war Antilopengang auf jeden Fall. Da weiß ich noch, da hatten wir wirklich in 3 Umbaupausen vorher schon die Lichter und alles hoch. Also unvorstellbar, was die für Kisten dabei hatten mit Moving Heads und was weiß ich alles. Also die haben echt viel gehabt. Dann Emil Bulls haben auch immer relativ viel dabei für ihre Show. Und eine krasse Sache war noch Sonderschule einmal. Ich weiß nicht, wann die oben waren, 2016? Oder? Das kann ich dir alles sagen. 2007, 2015. 15, ja. Und die hatten kein Banner hinten zum Ranhängen, sondern die hatten so ein riesen Holzelement zum Aufbauen. Und das war echt brutal schwer, das auf die Bühne zu kriegen. Ja. Also, wir hatten ja schon echt alle möglichen Probleme rund um die Bühne. Letztes Fest und Rock, weiß ich noch, da hatten wir eine neue Bühne oder vorletztes. Und dann hat er vergessen, mir zu sagen, dass wir mehrere tausend Liter Wasser in die Kanister an den 4 Seiten, da waren so Behälter mit Wasser und die brauchst du halt für die Sicherheit, damit die Bühne nicht wegfliegt. Hat er mir nur nicht gesagt, ne? Dann war halt der Aufbau und ganz am Freitagabend sagt er so als letztes, ja, und wie ist jetzt mit dem Wasser? Ich so, was für Wasser? Naja, halt, die so und so viele tausende von Liter, die da in die Behälter reinkörnen. Sag ich so, ich habe alles geplant, genau bis ins Detail, aber davon habe ich noch nichts gehört. Dann stehst du halt Freitagabend da und brauchst irgendwie 10.000 Liter Wasser oder so, ne? Also solche Sachen können immer mal passieren, ne? Was haben wir dann gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, doch, wir haben dann übers THW, die haben dann gesagt, wir können das Wasser nicht organisieren. Und dann hat aber das THW natürlich gute Kontakte, die haben dann die Feuerwehr angerufen und dann hat tatsächlich die lokale Feuerwehr ist eingesprungen, hat uns das Wasser reingepumpt. Genau, also es war super. Ja, ich habe noch mal eine Frage zum Anfang von Festung Rockfadl. Du hast es zwar schon gesagt, aber also so ansatzweise hast du schon gesagt, aber wie groß war eigentlich so das Orga-Team so in den Anfangszeiten? Also wenn du jetzt sagst, so 2008, da bist du eher so als Helfer reingerutscht, aber 2008 warst du ja dann richtig im Team. Wie groß war damals eigentlich das Festival-Team? Wow, das ist eine gute Frage. Also das waren voll wenige. Ich würde jetzt mal schätzen, dass es 7 Leute waren. Ich weiß noch, dass der Christoph und die Astrid, die kennst du, glaube ich, auch noch, oder?
wer war denn da noch dabei? Die Bianca Bülling? Nee, die war erst zweit, die war später. Ich weiß gar nicht, 7 oder 8, sage ich jetzt mal. Das Festival war auch viel kleiner, ja. Genau, das wäre jetzt auch gleich die nächste Frage. Ferdl und Jonas, vielleicht fängt der Ferdl an, weil du kannst es vielleicht sogar am allerbesten sagen, besser als ich und besser als der Jonas. Wie hat sich denn das Festival so über die Jahre entwickelt? Also wenn du dir das Festival heute mal anschaust und damals, was sind denn so Dinge, wo du sagst, da hat sich das verändert? Boah, da gibt es echt viele. Ich sage mal so, wir hatten ja 2007, ich glaube, mit 600 Leuten angefangen. Und die Bühne war noch auf einer ganz anderen Seite, also sie war noch auf der anderen Seite vom Wallgraben gestanden und wir mussten damals noch, um die Bands überhaupt zur Bühne zu bringen, durch das Publikum durchfahren und dann mussten die Spalier stehen alle und das war total verrückt eigentlich. Und dann haben wir eben genau durch solche Fehler haben wir eigentlich Jahr für Jahr gelernt, wie wir das alles verbessern können. Ja, und dann gut, wir hatten angefangen mit Die Happy und dann Sonderschule und dann halt, dann waren es noch eine andere Band war noch dabei und dann kamen schon die Regionalen und dann haben wir irgendwann dann angefangen, dass wir dann über die Jahre wurden ja auch mehr Bands, sind dann mehr Bands dazugekommen, die Bands wurden immer größer, die Leute wurden mehr und ich glaube, wir waren ja die letzten 6 Jahre, würde ich jetzt fast sagen, waren wir ja ausverkauft mit 2000 bis 2500 Leuten oder das weiß ich nicht. Naja, sogar noch mehr zuletzt, hast du gestern wo 7 gehabt, ne? Also das ist aber da haben wir haben ja immer so über die Jahre so ausgelotet, wie viele Leute gehen denn eigentlich auf dieses Gelände? Und da muss man mal gucken, also so, dass es sich noch gut anfühlt, ne? So, dass es sich nicht fies anfühlt oder reingequetscht. Und dann haben wir immer gesehen, ein bisschen was geht noch, also wir wollten das nicht irgendwie übervoll machen, ne? Das stimmt, das haben wir immer gesagt. Und wir hatten auch eigentlich immer Glück mit dem Wetter. Außer 2013. Ja, das. Also wie gesagt, man hat 2013 hat man es, glaube ich, ein wenig gemerkt, dass ein weniger Zuschauer da waren. Okay. Und 2009 waren, glaube ich, ein bisschen weniger Zuschauer. Da war zweimal, das wäre dann nicht so toll, wo sich, glaube ich, damals noch viele Leute die Karte am Festivaltag selber gekauft haben oder so. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Aber ja. Sonst hatten wir immer Bombenwetter, 25 bis 35 Grad, sage ich mal. Und da war es immer, die Bude war dann voll, ja. Ja, Jonas, was hast du denn so an Veränderungen über die Jahre so festgestellt? Weil auch in deiner Zeit von 2011 bis heute hat sich das Festival ja schon massiv verändert und es hat sich viel entwickelt. Mhm. Was sind so Dinge, die dir da einfallen? Ja, also ich glaube, mir das Einschneidendste war auch, dass wir uns entschlossen haben, ich glaube, das war dann auch nach dem Festival 2013 mit den riesen Matsch oben, wo wir dann gesagt haben, wir drehen die Bühne um. Das war auf jeden Fall auch krass, wie viel das nochmal gebracht hat, wie viel das verbessert hat. Und sonst auch, naja, man hat halt gemerkt, vor Jahr ist es gewachsen, auch im Festival-Team. Wir hatten, als ich dazukommen bin, waren wir auch so um die 10 Leute, glaube ich, im Festival-Team und jetzt sind wir inzwischen um die 30. Die Helfer werden immer mehr, also damals waren es auch, glaube ich, so um die 50, 60 feste Helfer und da sind wir jetzt auch an die 100. Und jetzt, abgesehen vom Festival, ja, am Gelände wird mehr, wir haben einen zusätzlichen Bierausschank, wir packen jedes Jahr noch ein paar mehr Dixies drauf, weil es irgendwie immer noch nicht reicht trotzdem. Genau, und jetzt von der Organisation her auch mit den Bands, mit dem Line-Up muss man auch sagen, das wird, also ist ja auch von Jahr zu Jahr gewachsen und wenn wir einfach wissen, die letzten Jahre hat man einen guten Stand mit Festung Rock, das war oft ausverkauft, ist gut besucht worden, da kann man auch ein wenig anders planen mit den Bands und ich glaube auch das Budget und was man da ins Line-Up rein investiert, das ist auch schon deutlich mehr als vor 10 Jahren wahrscheinlich. Absolut. Ja. auf jeden Fall, also da kann ich vielleicht nochmal dazu sagen, dass ja, ich bin ja sozusagen der Hauptverantwortliche und ich sehe es halt immer so, je geiler das Angebot ist, was du machst den Leuten, also je besser dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist,
Und es ist ja bei uns echt saugut. Ich meine, wo kannst du für 20 Euro, was unser Ticket kostet, solche Bands anschauen? Das muss ich jetzt mal, ein bisschen Eigenlob muss auch mal sein, ne? Und das senkt aber meiner Ansicht nach halt das Risiko, weil je besser dieses Angebot ist, desto leichter wirst du auch deine Karten verkaufen, ne? Also wir haben ja teilweise jetzt auch natürlich viele Karten in die Region verkauft, aber auch, keine Ahnung, auch ins Ausland, Kolumbien haben Leute Karten gekauft, ja, jetzt für das letzte Fest im Rock aus England und überall her. Also es ist schon spannend, auch wie sich das Ganze so entwickelt hat. Aber man muss natürlich auch eins sagen, jetzt so aus meiner Sicht, das war halt auch teilweise also knallharte Arbeit. Also wir haben das halt auch entwickelt. Wir haben ganz viel Wert auf Verbesserungsmanagement gelegt. Nach jedem Festival werden alle Teams, alle, die mitgeholfen haben, alle Helfer und Helferinnen werden gefragt, ey, was war nicht gut? Was wünscht ihr euch, dass besser ist? Auch die Besucherinnen und Besucher übrigens werden auch gefragt. Und dann machen wir so eine Gesamtliste und versuchen, die abzuarbeiten dann während dem Orga-Jahr. Dass wir möglichst wirklich jeden Bereich, der kritisiert wurde, verbessern wollen. Und da die Ergebnisse siehst du halt dann, ne? Ja, die Frage ist natürlich unvermeidlich, Leute. Nennt mir doch mal die drei Lieblingsbands, die für euch beim Festival die besten waren bisher. Also ihr seid ja Musikfans und es waren ja so viele coole Bands beim Festival über die Jahre. Aber was sind denn deine drei Favoriten gewesen, Ferdl, und was waren deine, Jonas? Bei mir weiß es, glaube ich, jeder, dass ich jetzt ziemlich großer Emil Bulls-Fan bin, die ich damals auch 2008, als ihr gespielt habt, das erste Mal gesehen habe. Und die haben mich damals so umgehauen durch die Show, dass ich gesagt habe, so, ey, das hat sich zu meiner Lieblingsband entwickelt und so. Und die waren ja, glaube ich, auch am öftesten jetzt da. Emil Bulls ist ja auch, glaube ich, ein großer Liebling von den Kronachern. Ja, ansonsten, Lieblingsbands finde ich Itchy Poops immer ziemlich cool. Die jetzt Itchy heißen. Ja, richtig, ja, genau. Ja, genau. Ja, keine Ahnung, wie lang. Und ansonsten ist es ja auch wirklich so, dass man sagen muss, wir haben ja ein total gemischtes Publikum, gemischte Bands eigentlich immer in allen Genres. Ich glaube, ja, Millencolin würde ich sagen. Millencolin war richtig cool, weil das hat mich an meine Skateboard-Zeit erinnert, als ich 12 Jahre alt war. Ja, das sind auf jeden Fall meine, also. Aber Emil Bulls da schon mit Abstand vorne dran, muss ich einfach so sagen. Ja, ja. Jonas, wie war es bei dir? Was waren deine drei Favoriten? Drei Favoriten muss ich mal überlegen. Also schwer, ne? Schwer. Großer Favorit auf jeden Fall, wobei ich da nicht durch Festung Rock dann drauf gekommen bin, sondern durchs Mischen, also Konzertmischen im Strubbel waren Prosecution und die waren ja dann auch zweimal oben der Festung, was auch mega geil war. Die habe ich ja gesehen, ein Weihnachtskonzert im Struwwel, als ich gemischt habe und war ein wenig angenervt am Anfang, denk, oh, schon wieder Ska-Band und es ist dann wieder nur dieses Gedöns, ne? Und Trompete. Und dann haben die einfach so dermaßen abgeliefert und haben echt dann so einen geilen Stil. Also eigentlich immer noch Top-Favorit mit. Sonst Zebrahead fand ich auch sehr gut. Das stimmt, ja. Und manchmal bekommt man halt leider nicht so viel mit. Also eine Band, die sich auch im Nachhinein so als ein Liebling mit etabliert hat. Also ich kenne einige Bands dann zum Festival selber noch nicht so direkt. Ne? Man überlegt halt, was passt für die Leute, was geht gut, was ist gerade ein wenig im Trend und hört da so zwei, drei Lieder mal und denkt, okay, die könnten gut ziehen. Und eine Band, mit der ich mich danach erst so richtig befasst habe, waren die Baboon Show, wo ich mir danach die Alben geholt habe und habe auch gedacht, es ist eigentlich eine Mega-Band. Wahnsinn, ja. Was auch krass war, wo wir damals unten auf der Mauer waren, glaube ich, wann war denn das? 2016? Kannst du dich noch erinnern, Samuel? Ich glaube, 10-jähriges Jubiläum, wo wir dann oben waren und haben dann Donuts angeschaut und Dritte Wahl. Das war irre. Ja, ja, das war also das weiß ich noch. Da habe ich mir einfach mal, ich meine, ich bin ja als Hauptverantwortlicher echt auch immer gut eingebunden, aber da hatten wir so einen Moment, da war das Ganze im Laufen, so früh, so 10, 11 war das irgendwie, ne? Abends, ja, ich glaube auch. Die ganze Show ist gelaufen und dann haben der Ferdl und ich einfach gesagt, Ferdl, komm, wir setzen uns mal ab. Und das war echt so das einzige Mal, glaube ich, in den ganzen Jahren. Und dann sind wir auf die Mauer hoch, wo niemand hoch kann eigentlich.
und haben dann von oben mal eine Viertelstunde, länger habe ich es wahrscheinlich nicht durchgehalten, weil ich immer an meine Verantwortung denke, haben wir da einfach von oben, haben wir auf die Menge geschaut und haben den Headliner geguckt. Das war echt absolut gut. Das war eine irre Optik, sage ich mal. Ja, das gesehen zu haben. Das hat man einfach gesehen, was man eigentlich so geschafft hat. Ne? Und das ist so ganz besonders gewesen. Also, meine drei Favoriten. Ja, Jonas? Muss ich auch sagen, das ärgert mich total damals. Das war ja gerade das Jubiläum mit Donuts und Dritte Wahl. Da hat ein sauguter Freund von uns geheiratet. Ach, stimmt. Und deswegen haben wir die Shows verpasst. Also wir waren dann am Freitag zum Aufbau mit dort, am Samstag bei der Hochzeit bis früh um 5 und dann sind wir Mittag wieder aufgetaucht zum Abräumen bei der Festung, also zum Abbau. Aber es hat jeder geschwärmt von der Show, von den Donuts und Dritte Wahl soll ja auch echt fett gewesen sein. Ja finde ich schade, aber ich meine, vielleicht ergibt sich ja wieder mal die Gelegenheit. Ja, deswegen kommt meine Liste mit, was war meine Lieblingsband beim Festival, die wird gar nicht so richtig fertig, ne? Also ich kann die gar nicht so richtig beantworten, aber die ihr jetzt genannt habt, alle Mega-Bands, ja, also super, also wir hatten so viele. Aber da ist deine Lieblingsband Lotus, gell? Ja. Ich glaube, für dir war das Highlight mit Millencolin, oder? Ja, also eins nach dem anderen. Ja, Lotus war ja meine Band, die ich hatte schon bevor ich Festung Rockt organisiert habe. Und das Witzige an meiner persönlichen Geschichte ist ja, dass ich ja mit meiner Band den Bandcontest gewonnen habe für regionale Bands und dann sozusagen beim Festival aufgetreten bin, noch bevor ich das Festival überhaupt organisiert habe selbst. Und so kannte ich das Festival auch schon. Und dass ich natürlich dann das selbst mal organisieren würde, da hatte ich natürlich nie mit gerechnet. Ja, und mein Highlight, also weil Jonas gerade meinte, Millencolin, also für mich war es Millencolin tatsächlich so persönliches Highlight, obwohl wir unendlich viele gute Bands hatten. Wir buchen die auch nicht einfach nur so, sondern wir buchen die, weil die gut sind, ja. Also ich achte schon darauf, dass am besten jeder Slot mit einer guten Band besetzt ist und ihr ja als Team, ihr schlagt ja saugute Sachen vor. Aber Millencolin, ich weiß noch, da hatte ich eine Kassette, damals noch Walkman. Da war auf der einen Seite war Rage Against the Machine mit dem ersten Album, halt so Killing in the Name of und so. Ja. Und auf der zweiten Seite war ganz anderer Style, aber war halt einfach Millencolin live on a plate. Und diese Kassette, die habe ich halt so lange gehört, bis wirklich auseinandergefallen ist, glaube ich. Und das war schon hier Jugendzeit für mich so saugut. War schon ein Highlight. Und ganz ehrlich hätte ich auch, als ich angefangen habe mit dem Festival, hätte ich nie gedacht, dass wir so eine Band wie Millencolin mal kriegen, weil dies ist trotzdem eine international operierende Band, ja, die wirklich auch riesen Bühnen gespielt hat in ihrer Karriere und dass die da zu uns kamen, das war schon ein kleines Highlight. Und auch für uns Ritterschlag, weil die Booker von den Agenturen, die schicken so eine Band auch nicht zu einem Festival, was irgendwie, wie sagt man immer, so ein Wald- und Wiesenfestival ist. Das nennen die Booker immer so kleine Wiesenfestivals, wo halt irgendwie nicht so viel Orga dahinter steht, sondern die sehen schon auch, dass wir uns entwickelt haben und dass man da eine Band gut hinschicken kann zu uns. Das ist auch ganz cool. Ja, ihr zwei, jetzt wollte ich noch eine weitere Frage stellen und zwar, was war denn für euch der coolste Moment in eurer Zeit im Struwwel oder bei Festung Rockt? Also es könnte auch eine Struwwel-Antwort sein. Jetzt hat natürlich derjenige einen Vorteil, der zuerst drankommt, weil der kann länger drüber nachdenken. Aber ich würde sagen, ich frage jetzt einfach mal einen Jonas. Schnell schnauft auf. Ja, schwer zu beantworten, weil ich denke, es gibt einfach total viel gute Geschichten im Struwwel und in Festung Rockt. Ein Moment, der auch mit Bild festgehalten ist, den ich immer noch krass fand, ist 2013, als ja das Riesen-Matsch-Festival war, es Tage vorher geregnet hat und ich glaube, da waren wir alle im Ausnahmezustand und da gibt's ein Foto, da schieben wir den Tourbus, da mussten wir ja noch durch die Menge durchfahren, um zur Bühne zu kommen und da schieben wir mit, ich glaube, die Kilkenny Knights, die da als Band gespielt haben, in ihren Schottenkilts. Und ich mit hinten dran sind am Shuttlebus und schieben den durch den Matsch und schauen, dass wir den aus dem Matsch wieder rauskriegen. Und alle total voll gespritzt, weil es von den Reifen nur noch hinten raus gespritzt hat. Und ja, rumgeschrien, also das war schon
Echt cool. Das habt ihr doch bei mir auch gemacht. Ihr musstet mich doch auch mal rausschieben und dann bin ich wieder reingefahren. Ja, ja, das könnte so gewesen sein. Ja, das ist übrigens auch noch so ein Ding zu dem Festival. Das war eins der krassesten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Na, ihr wahrscheinlich auch. Ja, weil das war einfach so der Wahnsinn, weil dieses ganze Gelände war einfach nur eine einzige Matschplörre. Wir hatten wirklich überall Matsch. Wir finden heute noch Kabel im Strubbel, wo Matsch von 2013 dran ist. Wirklich. Das ist wirklich unglaublich. Und da erinnere ich mich an eine Geschichte. Es hatte nicht, wie du gesagt hast, ein paar Tage drauf geregnet, sondern es hatte wochenlang geregnet, ne, in dem 2013. Ja. Und es ist ja wirklich auch so ein kleiner Bach durchs Festivalgelände. Im Wald über der Festung sammelt sich das Wasser, drückt es dann rein und dann ist so ein kleiner Bach, das ist ein richtig ein fließender Bach gewesen, ist da durchgeflossen, ne? Und dann fahre ich so, und natürlich ist da auch immer so ein wirtschaftliches Ding dabei, ne? Und wir hatten natürlich wegen dem Wetter auch nicht so ganz so viel Karten verkauft. Und früher, als wir noch nicht immer ausverkauft waren, da gab es so einen Last-Minute-Vorverkauf im Struwwel. Da haben zwischen 10 und 12 Uhr konnte man noch mal Karten für direkt im Struwwel abholen. Und dann fahre ich so mit 50 zum Festival und dann klingelt mein Handy, also 50, weil der Scheibenwischer war voll eingestellt und es hat so geschüttet, es war unglaublich. Und dann ruft mich die Kerstin Löw von der Stadt Gronach an, weil das Gelände gehört ja der Stadt Gronach, und dann sagt sie so, Samuel, ihr sagt ab, oder? Und dann habe ich so gesagt, nee, wir ziehen durch. Ja, stimmt. Und also die hat fest damit gerechnet, dass wir es absagen bei dem Wetter, das war unfassbar, ne? Und dann haben wirklich die Fans von Fest zum Rock, und das rechne ich ihnen so hoch an, da wurden irgendwie von 10 bis 12 Uhr bei absolutem Starkregen, haben wir irgendwie 200 Karten verkauft noch am Samstag vom Festival. Das ist einfach unglaublich, wie man bei so einem Starkregen wirklich spontan auf ein Festival gehen kann. Und egal, und dann war es ja so, dann hat die erste Band gespielt und es hat aufgehört zu regnen, ne? Ja. Das war damals Robin Six Gun, lokale Band, hat gespielt und dann hat es aufgehört nach Wochen. Aber es war natürlich krass. Also es war wirklich auch für mich das krasseste Festival, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich mich auch noch dran, da hatten wir, eine Band hat dann so einen riesen Anhänger noch gehabt für den Bus hinten dran. Da mussten wir nach der Weise noch, da war ich der Letzte auf dem Gelände mit irgendjemand vom THW. Da haben wir früh um 4 sind wir noch nach Ziegelerden gefahren oder Gehülz, ich weiß es nicht mehr, und mussten einen Radlader holen, dass wir diesen Hänger mit Equipment noch aus dem Festivalgelände rausgebracht haben und haben das da rausgezogen. Also das war echt krass. Ich weiß noch, da hatten wir Bus gemietet oder zwei Kleinbusse gemietet, ne? Gemietet. Ja. Und am Sonntag kommt, sagt jemand zu mir, ich sag so zu zwei Leuten, gut, ich muss manchmal auch delegieren, bisschen Leute rumschicken, ne? Ey, ihr drei, macht doch mal den Bus sauber, den Kleinbus, der muss heute noch abgegeben werden, ne? Nein, mein Shuttle muss der auch. Und dann sagen die so, Samu, ja. Ich glaube, du solltest dir mal was anschauen. Ich schaue mir den Bus an und habe gedacht, ich spinne. Innen, der ganze Bus war innen voller Matsch. Und ihr wisst ja, es gibt doch das Dach im Bus, also dieses Innendach, das heißt ja Himmel, habe ich dann auch erst gelernt. Und sogar, das ist immer so hellgrau, so beige oder so weiß-beige, ne? Und es war komplett voller Matsch. Und der Mietbus musste am gleichen Abend abgegeben werden, ne? Unfucking. Also es war wirklich unfassbar. Unfassbar. Und dann war noch dieses Ding mit den Crash Barriers, das kam dann auch noch dazu, dass der Typ, wisst ihr das noch? Dass der Typ, der Crash Barriers geliehen hatte, der musste die unbedingt Rock im Park fahren. Und war halt mega, mega angepisst, dass die so dreckig waren. Dann mussten wir halt eine Aktion machen. Da mussten wir dann selbst die Crash Barriers noch nach Nürnberg fahren. Ja, da musste ich noch organisieren. Ich war wirklich stehend K.O. Das war auch das einzige Festival, wo ich dann echt früh, am Sonntag beim Abbau irgendwann um 16 Uhr gesagt habe, Leute, es ist jetzt gut, ich lege mich jetzt hin. Ich lege mich jetzt eine Stunde hin. Das war wirklich das einzige Mal. Und das war genau zu der Zeit, wo dann diese Crash Barriers irgendwie nach Nürnberg kommen mussten. Aber ich musste da. Einmal war es so. Ich musste einfach mal schlafen. Obwohl ja schon FSJlerinnen wie die Evi zum Beispiel an mir verzweifelt sind, weil ich ja immer länger auf bin als an der Aftershow-Party als alle anderen.
Die Evi wollte ja letztes Mal unbedingt länger aufbleiben als ich, es hat sie aber nicht geschafft. Sie hat gedacht, der alte Mann, der, ne, hat sie gesagt, der muss irgendwie auch mal ins Bett. Ach Samu, kannst du dich daran erinnern, genau wegen den Crash Barriers 2013, ne? Du weißt ja, dass ich immer die Aftershow ziemlich ernst nehme. Ja. Und da, also, ja. Genau, also ich stelle ja dann eigentlich immer nachts um, wann hören wir mal auf, um 3:30 oder um 4, nachdem die Bühne dann noch abgebaut worden ist, das weiß ja auch nicht jeder, also wir bauen ja nach dem Festival, also ich nicht, das Bühnenteam, die Fleißigen, bauen dann sozusagen nach der letzten Show eigentlich direkt die Bühne ab und das dauert einfach mal 4 Stunden oder so und das ist total krass und ekelhaft, es ist arschkalt, man sieht nichts. Und ja gut, es sind dann schon Strahler und so da. Auf jeden Fall 2013 war es dann eben so, nach dem Matschfestival, wie es Samu schon sagt, mussten die Crash Barriers ja auf Nürnberg zurück im Tag, ne? Ja. Und du wolltest mich losschicken. Und also ganz ehrlich, das war sowas von unverantwortungsvoll. Ich habe das erste Mal gesagt, ich fahre nicht, weil ich bin einfach zu besoffen. Ja, das stimmt ja erstmal genug. Aber wir haben dich ja dann auch nicht fahren lassen. Wir haben ja einen Ersatz gefunden. Das hat ja auch jeder gesagt, dass ich nicht fahren kann. Ja. Das war irre. Ja. Sorry für die Unterbrechung. Ja, die ist halt die Aftershow-Party ernst, ne? Aber zu der kommen wir später auch nochmal. Ja, Ferdl, du hast jetzt noch nicht gesagt, was war denn für dich so der coolste Moment in deiner Festung Rockstrubbel-Peter-Zeit? Gab es natürlich viele, aber ich sage mal, ich glaube, 2015 haben wir mit meiner eigenen Band selber gespielt dort. Aha. Und da war dann halt auch Diesnatz da, das kennen ja auch viele und das war dann schon ziemlich cool, sage ich mal. Also wir haben den Bandcontest, wir waren, wie vielen haben wir gemacht? Wir haben 3. gemacht damals beim Bandcontest. Und ja, genau, 3. Platz. Und durften eben dann das Festival eröffnen und das war schon echt cool, weil so eine große Bühne und Bombenwetter. Wir waren alle mega gut drauf. Ich habe mich noch richtig krass verspielt im einen Intro, das weiß ich noch, aber das war wurscht. Das war, das fand ich am coolsten. Also mit Abstand. Okay. Was heißt mit Abstand? Ja, das fand ich am coolsten. Ja, es ist auch cool, mal auf der großen Bühne zu spielen mit den ganzen eigenen Vorbildern und so, ne? Musikalischen Vorbildern. Ja, Ferdl, gleich noch eine Frage an dich. Wir haben jetzt schon viel über Bands geredet, aber was waren denn so die coolsten Gäste in deinem Shuttlebus? Du hattest ja echt auch bekannte Musikerinnen und Musiker in deinem Bus. Was waren so die coolsten Gäste, die in deinem Bus so mitgefahren sind? Oder vielleicht kennen die ja auch die Hörerinnen und Hörer? Also natürlich die Bulls, Emil Bulls, fand ich natürlich immer cool. Ich durfte ja damals auch mal Vorband spielen vor denen. Dank dir, Samu, weiß ich noch, 2009, war richtig cool. Das kälteste, glaube ich, was wir jemals gespielt haben, bei minus... Oh ja, das kälteste Konzert im Strubbel, minus 18 Grad in der Scheune. War es minus 18? Minus 18 Grad, ja. Okay. Also auf jeden Fall, Emil Bulls war super cool. Was mega Spaß gemacht hat, war von Zebrahead, der Manager, lustigerweise. Mit dem habe ich mich extrem gut verstanden. Der Richie, kennst du den noch? Der Richie. Der ist super cool gewesen. Jennifer Rostock natürlich fand ich sehr lustig, weil die ist damals. Wir haben uns da ganz normal unterhalten auf der Fahrt und ich habe sie oben am Festival abgesetzt und das war total krass, weil das war so ganz normales Gespräch wie unter Freunden, blöd gesagt. Und dann geht die aus dem Bus raus, so den Kopf nach oben und läuft durchs Festival wie die eingebildetste von allen. Und da hat man so richtig so die Show halt eben gesehen, was die, also jetzt so richtig, ich glaube, ihr ganzes Leben ist nur eine einzige Show. Das fand ich schon ziemlich krass. Weißt du, eigentlich eher so was Negatives, ne? Wo du sagst, das war irgendwie überraschend. Ich glaube, das macht die einfach so, weißt du? Ja, negativ zu mir jetzt nicht, aber ich sage mal, war schon krass anzuschauen, also weil das war eigentlich keine Band noch, wo ich jetzt sagen, also es war noch nie eine Band dabei, wo ich sagen muss, die waren blöd. Also die waren eigentlich immer alle cool. OPM war mega cool. Die haben alles von mir wissen wollen über Kronach und ich konnte halt, es war echt ein bisschen peinlich, weil ich konnte halt teilweise viele Sachen nicht beantworten, obwohl ich da schon ja inzwischen 30 Jahre wohne. Und das als OPM war auch, ja, wie gesagt, mega cool. Einfach
Heaven is a Half-Pipe. Ich würde sagen, für die, die jetzt OPM nicht kennen, ihr kennt sie alle, denn die haben diesen Welthit gemacht, Heaven is a Half-Pipe. Genau, ja. Die haben mal bei uns gespielt, tatsächlich. Ja, Vettel, was war denn das Verrückteste, was dir beim Shuttlefahren jemals passiert ist? Das Verrückteste ist, das behalte ich, glaube ich, für mich. Ja, okay. Aber es sind schon verrückte Sachen passiert, ne? Es sind schon viele verrückte Sachen passiert, definitiv. Ja, keine Ahnung, was war das Verrückteste? Ja, ich glaube, du willst drauf raus, ne? Jennifer Rostock. Nee, ich will auch gar nichts raus, Moment. Ich wollte einfach nur fragen, was das Verrückteste war. Ich kenne die Geschichten schon, aber da verstehe ich auch, wenn du nicht alles für dich, wenn du Dinge auch für dich behalten willst. Also. Ja, nee, alles gut. Ja, du hast es ja erzählt, ja. Jennifer Rostock fand mich ja irgendwie angeblich süß, hat sie ja, glaube ich, gesagt, zu dir. Oder nein, unten im Studio. Nee, zu Sashi. Also die Geschichte muss ich dann erzählen. Also ja, erzähl du es. Ja, ist ja auch nicht schlimm, also ist ja eher, ne? Nee, das ist auch nicht schlimm. Überlegen, Jennifer Rostock ist ja eine Band und die Sängerin heißt ja Jennifer Weist. Ja, richtig. Und da war dann die Geschichte, dass sie halt erstmals mit ihr zum Strubel gefahren sind, zu Tashi, also unserer Küchenfee. Und ganz normal, du hast sie runtergefahren und dann war halt so, dass Jennifer halt anscheinend total begeistert war von dir und dann die Tashi ausgefragt hat, ey, wer ist dieser Shuttlefahrer, ich brauche seine Nummer und der ist ja sowas von süß und dann halt auch, ja, sich glaube ich bei dir gemeldet hatte nach dem Festival und so und halt, die Nummer, ja. Halt irgendwie ganz süß fand, was ja echt cool ist eigentlich, also ich meine, ja. Wer muss dazu nicht sagen. War saulustig. Lust, auf jeden Fall. Hätte er euch auch mal treffen können oder so, glaube ich, keine Lust, ne? Nee. Ja, was noch cool war natürlich, ich glaube, das war Montreal. Dem einen Gitarristen von Montreal, ich weiß nicht, war es Montreal, dem ist, glaube ich, auf der Herfahrt das Auto kaputt gegangen und dann sind wir zum ATU gefahren. Nach Kronach mit dem Shuttle. Haben dann der hatte Öl oder sowas hat er verloren. Genau, der hat Öl gebraucht. Und dann sind wir zum ATU gefahren. Und dann sind wir noch in ein Real. Dann haben wir im Real noch eingekauft. Das war, keine Ahnung, halt, habe ich dann halt gemacht, weil er wollte das. Und Fans sind ja König bei uns. Und das waren so Sachen, wo ich sage, ja, waren krasse Erlebnisse. Und das Krasseste, das kann ich ja auf jeden Fall noch erzählen, das war vor. Weiß jetzt auch nicht mehr, 18 oder so, oder 19, da bin ich früh hochgefahren zur Festung, wir fangen ja immer so gegen 11 oder sowas Vormittag an, und ich habe Sachen hochgebracht ans Festivalgelände und fahre leer wieder runter, das habe ich dir mal erzählt, Samu, dass ich dann auf Höhe Gefängnis, habe ich die Bremse gedrückt, und diese Bremse hat halt einfach nicht funktioniert, ne? Ich konnte halt nichts drücken, die war irgendwie verklemmt, und dann bin ich auf einmal den Berg da runtergeschossen und ich habe dann halt wirklich was Schiss bekommen und habe mir schon überlegt, ob ich jetzt aus dem Auto rausspringen soll. Und da habe ich nochmal drauf gedrückt und dann hat das Ding auf jeden Fall gebrannt. Und nicht gebrannt, gebremst. Ey, das war, glaube ich, der größte Schock in meinem Leben bis jetzt bei Festung Rock, wo ich hatte. Weil da hatte ich wirklich gedacht, okay, jetzt, das war's. Gott sei Dank ist nichts passiert. Und wir haben Gott sei Dank, ja. Oh, hat die Bremse auch funktioniert, ne? Ja, Jonas, im Festivalteam, du bist ja auch Musiker und im Festivalteam ist man ja, bereitet man ja eher den Stars die Bühne und ist eher im Hintergrund. Wie fühlt sich das an, halt als Musiker einen Job zu machen, der eher so im Hintergrund ist und man selbst vielleicht auch ja jemand ist, der oft auf einer Bühne steht und es dann da irgendwie gar nicht so kann? Also ich denke, es fühlt sich trotzdem gut an. Also ja, ist einfach cool. Also ich bin jetzt auch nicht der so liebend gern auf der Bühne steht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da eher wegen zurückhaltender. Aber es ist halt einfach so, man versucht ja auch als Laienmusiker irgendwas mitzunehmen. Und da sind es ja einfach gute Erfahrungen, wenn man sieht, wie verhalten sich professionelle Bands hinter der Bühne. Wie ist der Moment, wenn die auf die Bühne draufkommen? Das ist auch das, was der Vettel vorhin gesagt hat mit der Jennifer Weist. Irgendwie so im Shuttle ganz anders und auf der Bühne, da geht halt der Schalter um und die ziehen ihr Show ab, ne? Und
Einfach mal, man kann sich, glaube ich, total viel abgucken, wenn man da sowas mal mitmacht und das Equipment schleppt, aber auch mal mit den Bands, mit den Tourleuten, mit den Technikern von den Bands irgendwie in Kontakt ist und sich austauscht. Ich glaube, da kann man echt viel mitnehmen und einfach sich ein wenig ein Stück Professionalität abgucken und ja, schauen, wie das einfach so professionelle Bands handeln. Und da gibt's echt Weltenunterschiede, muss man echt sagen. Das stimmt, von Band zu Band, ja. Und ich habe es ja auch teilweise als Mischer im Strubbel schon mitbekommen, auch wenn du siehst, wie die professionellen Bands oder die Berufsmusiker mit allen anderen umgehen, was die für einen Sound von der Bühne runterliefern. Also da merkt man schon echt nochmal den Unterschied zwischen Laienmusiker und professionellen Musiker. Und das ist eigentlich immer spannend. Also ja. Man ist eigentlich immer wieder geflasht, wenn man dann im Burggraben, also in den Wallgraben steht, vor der Bühne. So gerade den letzten Eck, da haben wir ja als Bühnenteam dann auch mal Zeit, mal zuzuschauen. Sonst sind wir ja meistens noch beschäftigt mit irgendwelchen Auf- und Umbauarbeiten hinter der Bühne. Aber ja, da ist man immer wieder geflasht, wenn man dann die Band anschauen kann und die Show einfach sieht. Also weil du das gerade sagst, Bühnen-Sound, da möchte ich auch noch mal kurz Musikerinnen und Musikern einen Tipp geben. Man sagt ja ganz oft im Tontechnikerbereich Shit in, Shit out. Ne? Und du sagst, es ist total krass, wie professionelle Bands einfach schon mal von der Bühne, ohne dass du irgendwas groß gemacht hast, einfach gut klingen. Deswegen kauft euch vernünftiges Equipment. Equipment muss nicht unbedingt teuer sein, aber es muss zu eurem Stil passen. Also an alle, die jetzt irgendwie Bands haben, oft höre ich es leider im regionalen Bereich so, dass halt wirklich die Bands eigentlich ganz gut sind, aber dass der Sound halt nicht wirklich so drauf ist. Und wie du sagst, Jonas, da hört man bei den Pros halt dann echt, was da wirklich rauszuholen ist, ist schon echt heftig. Ja. Und das ist jetzt nicht nur Equipment-Sache, denke ich, sondern auch das Verhalten als Musiker. Man hat ja das Mischen, was ich gemacht habe, war ja auch eher laienhaft oder so hobbymäßig. Und da ist man dann auch schon aufgeregt, wenn man denkt, okay, jetzt kommt mal eine große professionelle Band und hoffentlich mache ich es ihnen recht und alles. Ne? Und genauso ist, glaube ich, um der Festung, da ist jeder ein wenig aufgeregt, wenn man vor einem Headliner einen Umbau macht. Aber bei sowas merkt man dann einfach, die Leute, von denen ist das Alltag. Und die wissen, wie die mit den Leuten umzugehen haben oder umgehen müssen. Ne? Also da passt die Kommunikation. Da wird dann auch klar gesagt, was man braucht. Und ja, also finde ich, das macht auch viel aus. Mhm. Einfach das Verhalten und auch das, wie gebe ich es weiter. Und ich glaube, wir hatten auch noch keine Band dabei, wo wir gesagt haben, das sind jetzt die totalen Idioten oder die sind total arrogant, sondern eigentlich waren immer die Headliner und so Co-Headliner waren mit die am menschlichsten im Umgang waren, fand ich. Ja, wobei da muss ich auch, ich bin ja also als Hauptverantwortlicher noch ein bisschen mehr im Fokus und da muss ich sagen, die Bands sind immer alle nett, aber wenn du mal Tourmanager hast, da gibt's auch saugute, saunette. Aber da hatte ich auch schon mal ein paar negative Erfahrungen gemacht. Das war wirklich so das Einzige, wo ich echt sage, so manche Tourmanager, die haben es schon ein bisschen raushängen lassen. Möchte ich jetzt keine Namen nennen. Aber da muss ich auch sagen, das ist halt einer von 20. Ne? Also da hast du so coole, nette, entspannte Leute, die auch merken, dass wir uns sehr Mühe geben und das dann auch wertschätzen. Aber manchmal hast du einfach einen schlechten Tag, auch als Tourmanager. Verstehe ich auch. Und ich meine, das sind ja auch nicht nachfragen. Ja, klar, genau. Das ist aber ich denke halt trotzdem, auch als Tourmanager einer großen Band musst du halt auch anerkennen, dass andere Menschen auch gerade einen anstrengenden Job haben. Ne? Das stimmt, ja. Und halt, ja, das ist halt auch wichtig. Die Festung rockt ist ja auch, also aus unserer Sicht, also wir sind ja auch als Strubbelpeter eine pädagogische Einrichtung, ist ja auch ein kulturpädagogisches Projekt. Also wir sind ein Jugendzentrum, offene Jugendeinrichtung. Es helfen viele Junge mit, die in ihrem Leben noch nie auf einem Rockkonzert waren, sage ich mal. Ne? Die helfen einfach mit, weil sie gerne im Strubbel sind und wir sagen, hey, wir brauchen da jemanden und sagen die, na klar, hey, komm, mach ich mit. Wie war denn das bei euch persönlich? Würdet ihr sagen, oder was würdet ihr sagen, habt ihr beim Festival machen so für euch gelernt? Seid ihr gewachsen als Menschen? Habt ihr
Gibt es irgendwelche Sachen, wo wir konkret sagen können, das habe ich gelernt beim Festival, was ich vorher vielleicht noch nicht so, oder wo ich halt eine Fähigkeit verbessert habe oder so entwickelt habe? Jonas, du. Okay. Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich denke, man hat sich in vielen Bereichen weiterentwickelt. Ich meine, ist ja bei allen so, wenn man was macht und Erfahrungen sammelt, entwickelt man sich auch weiter. Man hat auch manchmal Frust erlebt, aber ich denke, so im Großen und Ganzen, also gerade bei mir, ich hatte ja auch neben meinem ehrenamtlichen Engagement war ich ja auch als FSJler mit im Strubbel und auch dann teilweise als Teilzeitjobber und habe da auch noch ganz viele Aufgaben ums Festival rum, also so mit Programmheftgestaltung, Armbänder machen und alles Mögliche. Und ich glaube, so an Organisationstalent gewinnt man auf jeden Fall. Also man übernimmt ja auch Verantwortung ein Stück weit. Man muss ja auch viel Sachen koordinieren, man muss sich mit dem Team austauschen, man muss Sachen auch mal delegieren oder mal absprechen, wer macht was. Und ich sag mal, also so, ja, bringt es schon, also mich hat es schon weitergebracht, dass ich auch sage, ich bin organisationsfähig, wenn man das so sagen kann. Und ja, es ist halt auch eine unglaubliche Stresssituation, manchmal an der Festung selber, wo man aber auch sagt, das ist ein positiver Stress, den nehme ich mit und ja. Ja, nee, war eine coole Antwort, fand ich. Geht mir eigentlich auch ähnlich, muss ich ehrlich sagen. Also du wirst dann auch teamfähiger, sage ich einfach mal, weil du musst was zusammen im Team, musst du was schaffen, in recht kurzer Zeit, sage ich mal, Bühne oder sowas aufbauen. Sowas habe ich davor noch nie gemacht oder so eine Bühne verkabelt oder sowas. Oder wie es der Jonas schon sagt, man nimmt halt als Musiker extrem viel mit. Jetzt ich gerade so, ich fand eben die Show von Emil Bulls halt unglaublich immer. Also 2008 ist mir das extrem aufgefallen. Da sind alle 2 Sekunden ist eine Gitarre um den Hals geflogen und das sah einfach irre cool aus. Und da habe ich dann halt auch zu meiner Band damals gesagt, hey Leute, wir müssen, ey, Bühnenshow ist fast wichtiger als der Song. Also das stimmt jetzt nicht, aber was Bühnenshow ausmacht oder sowas, das habe ich halt dann gelernt und so und habe dann extrem viel darauf hingearbeitet mit meiner alten Band und ich glaube, das haben wir auch zum Teil ganz gut gemacht. Ja. Wenn jetzt mal, also ich erinnere mich jetzt noch am Anfang vom Podcast, da hast du mal gesagt, Ferdl, also du hast dich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen rausgezogen, das ist ja auch mit mir abgesprochen in der Orga, weil du bist so alter Hase, ne? Da lassen wir die Jungen ran. Aber du hast gesagt, ja, dann hast du halt diese 3 Tage und da stehst du halt auf der Matte. Ja. Ich möchte noch mal kurz das Thema Verantwortung ansprechen. Der Jonas hat gesagt gerade, da gibt es manchmal so Stresssituationen. Diesen Stress hat man eigentlich nur, wenn man sich verantwortlich fühlt. Habt ihr die Verantwortung auch gemerkt, die ihr da so habt? Spürt man die so und was macht die so mit einem? Also absolut, sage ich mal. Also gut, es weiß ja jetzt jeder, dass ich Shuttle-Dienst bin. Und dann kommt es halt beim Festival oft mal so Überschneidungen, sage ich mal, weil du hast nur das eine Auto. Gut, jetzt haben wir den Uwe noch, der mitfährt, was als definitiv Erleichterung ist. Aber wenn es dann auf einmal heißt, oh, Bier wird knapp und dann ruft eine Band dann und sagt so, hey, ich muss zum Hotel und dann kommen ab und zu mal so 10 Sachen, kann echt passieren, dann vergisst du was oder weißt du, und dann kommst du halt in Stress. Und ja, wir wollen ja alle, dass das Festival für jeden in einem guten Eindruck bleibt, deswegen wir schauen dann ja auch drauf, dass die Bands dann zufrieden sind, auch wenn die mal warten müssen, das kann halt auch mal vorkommen, dann muss ich halt sagen, ja, ich bin leider gerade Bier holen, weil sonst hat das Festival kein Bier mehr, weißt du, und das muss halt dann auch mal die Band verstehen, dass sie dann halt mal 5 Minuten warten muss. Gut, wenn die jetzt aber in der nächsten halben Stunde spielen, dann muss ich das auch wieder abwägen und muss dann sagen, okay, Band geht jetzt vor, ist so. Ne? Solche Sachen habe ich als Stress, sage ich mal. Und ich sag mal, die 2 Tage Aufbau oder so vor dem Festival, das ist eigentlich, das macht eigentlich Spaß, das ist eigentlich kein Stress. Abbau ist dann Stress. Aber nochmal zu der Verantwortung. Du hast ja gesagt, die 3 Tage, die steht man dann da. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Du kriegst da die Verantwortung. Ich rechne fest damit als Verantwortlicher, dass du da bist und dann stehst du auch da. Es ist zwar, also das gehört halt zum Festivalteam machen ein wenig dazu, so auf die Art. Absolut, und ich finde es auch, wenn das nicht so wäre, dann hätten wir das Festival wahrscheinlich auch nicht. Also wenn nicht jeder auf jeden so viel Verlass wäre, sage ich mal, ja, die Leute sind einfach da, 3 Tage vorm Aufbau, vorm Festival wird aufgebaut, meistens am Donnerstag oder Mittwochabend mit so Bauzäunen oder so, das machen dann echt nur ein paar Leute. Dann kommt ja irgendwie, wie ist das immer, Donnerstag machen wir dann Zelte und solche Sachen schon mal und vielleicht manchmal die Bühne. Und dann am Tag vor dem Festival kommt ja dann abends immer das ganze Sound-Equipment und Licht-Equipment und so. Und da hilft dann auch jeder zusammen. Da hat jeder seine Verantwortung, wo ich sage, da ist jeder, fühlt sich dafür verantwortlich, sage ich mal, weil du bist der Helfer für Fest und Rockt. Und für eigentlich eine ziemlich große Sache. Ja, und genau. So sehe ich das halt. Wie siehst du das, Jonas? Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich meine, das sollte eigentlich eine Sache sein, die in jedem Ehrenamt gilt, jetzt nicht nur bei Fest und Rockt. Ich meine, wenn ich im Musikverein engagiert bin, dann muss ich halt auch kommen, wenn es heißt, wir müssen in der Kirche spielen oder sonst was. Und bei Fest und Rockt ist genauso. Ich meine, da ist es halt extrem konzentriert auf eine Woche oder 2 Wochen vor und nach dem Festival. Da ist es auf jeden Fall unglaublich wichtig, dass jeder da ist und Leistung bringt und irgendwie mithilft. Und ich glaube, das macht aber auch jeder gern bei uns, weil ja auch jeder Spaß dran hat. Und ja, ich glaube, es gibt auch immer mal wieder Momente, wo mal ein paar Leute im Team so einen Durchhänger haben oder wo man mal sagt, puh, Festung Rockt, ist schon echt ganz schön viel und ob ich da nächstes Jahr wieder Bock drauf habe, müssen wir mal schauen. Aber man merkt dann immer die Kurve, ich sag mal, wenn es dann von Monat zu Monat näher ans Festival geht, dann ist es halt einfach wieder geil. Dann ja, also das muss man natürlich auch klar sagen, ne? Also das muss man klar sagen, das ist natürlich auch schon viel, was wir da verlangen. Also das weiß ich auch und auch verlangen wir halt viel und wir geben auch Verantwortung und wollen halt auch, dass die genommen wird, ne? Also, dass die angenommen wird. Und ich denke, da lernt man trotzdem auch noch viel dabei auch, ne? Man ist ja für den Bereich dann verantwortlich und es ist halt so, das kommuniziere ich ja auch immer ganz viel. Wenn du halt nicht da bist, dann fehlt halt ein wichtiges Rädchen. Ohne dich können wir nicht. Und das ist halt wichtig, ne? Wir haben dann natürlich schon mal immer ein paar Leute als Springer oder so. Aber wenn jetzt ein Festivalteam da nicht käme, hätte ich echt ein Problem. Und es ist eigentlich auch noch nie weiter großartig passiert tatsächlich. Außer einmal wurde, glaube ich, einer mal von einem Wespe gestochen oder so, ist mal ausgefallen. Aber ansonsten waren immer alle Mann und Frau da gestanden und haben das Ding durchgezogen. Das finde ich auch wichtig. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie wir es halt kommunizieren und rangehen. Und das ist halt nicht so Larifari, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, sondern wir haben das zusammen aufgezogen, dann ziehen wir es auch zusammen durch. Und diese Haltung, dass man natürlich, ey, denkst du, mir geht's anders, Jonas? Das ist am Sonntag, denke ich mir jedes Mal, ach du meine Güte. Nie mehr. Das ist da angetan, ne? Das ist schon, es ist halt echt sau viel Arbeit, ne? Und auch für mich wahnsinnige Verantwortung. Ich merke dann auch immer, dass zur Aftershow dann wahnsinniger Druck von mir dann abfällt auch. So Freude auch, dass es fertig ist, aber es ist halt auch ein cooles Projekt. Ja, Ferdl. Ihr seid ja beide Musiker und ich habe dich schon vorher gefragt, also von euren aktuellen Musikprojekten, da gibt es jetzt noch keine Musik, aber ich wollte mal fragen, Ferdl, gibt es ein Lied aus deiner Schaffenszeit, wo du sagst, das möchtest du gern mal spielen in dem Podcast? Ja, gerne. Also ich sage mal, hast ja schon richtig gesagt, mein aktuelles Projekt, da fehlt uns noch ein Sänger, also wer sich jetzt angesprochen fühlt, ja, kurz ein bisschen. Schon Namen gerade? Nee, alles noch nicht, aber wir sind guter Dinge. Also wir haben jetzt einen Basser, einen sehr, sehr guten Schlagzeuger und wir haben jetzt auch gesagt, wir bleiben jetzt eine Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug und suchen halt jetzt noch einen Sänger. Also wenn Sänger da draußen, meldet euch. Ja. Okay. Und als Song Unity von The Bitch Joined In. Das ist meine Band, die sich 2017 aufgelöst hat. Okay, viel Spaß mit Unity von Bitch Joined In. Yay.
attention, this is what it's all about. Rocking the stage out, out all the game loud. Scream out, heating the people and pushing the crowd. We're gonna entertain you when there's no doubt. Rhythms on chain, five friends on stage. The blades and music are destroying the place. The faith that you can fucking brought us together. The faith, the message that we want to deliver. One for the mind, two for the show, three, get ready and four to go. Five friends on stage with their six-string guitar, seven deadlies and several dust from the shore. It's fucking awesome when the guitar roars. Let me hear you roar. Living like a rock star until the day we are gone. Living like a rock star. This is our way, yet we want you to know. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Ja, es gibt ja so einen Bereich beim Festival, der ist wirklich geheim, den sehen keine Besucherinnen und Besucher. Da darf auch niemand hinkommen, der sozusagen nicht im Festival- oder Helferteam ist. Das ist eine besondere Feier. Sagt mal schnell, was das ist. Die Aftershow. Die Aftershow-Party. Und zwar, wenn wir halt oben fertig sind im Strubbel, dann gehen wir traditionell auf eine kleine Feierlichkeit im Struwwelpeter, wo alle 100 Helferinnen und Helfer und auch die Bands eingeladen sind. Und da wird dann gefeiert. Und ich habe es vor dem Song schon gesagt, da fällt dann auch ein bisschen eine Last ab. Jetzt, bevor wir auf die Feier selber eingehen, wie fühlt ihr euch am Morgen nach dem Festival? Jetzt mal unabhängig vom Kader. Also was ist das Gefühl so, wenn ihr jetzt dran denkt, ihr habt das Festival geschafft und so weiter? Naja, geschafft ist es ja noch nicht. Also eigentlich fühlt man sich immer den nächsten Tag, wie wenn man nochmal 8 Stunden Schlaf ertragen könnte. Aber ja, ich glaube, man steht dann trotzdem Mittag wieder auf der Matte. Und ich finde immer den krassesten Moment, wenn man dann die Festung hochfährt und noch total fertig ist und man fährt um die Kurve rum, geht so um den Waldgraben rum und sieht einfach die Verwüstung auf dem Gelände. Ja, Mann. Und das ist immer so, oh Mann. Ja,
und du bist einfach nur platt und willst einfach nur nach Hause. Ich kenn's auch. Also wir haben dann echt meistens noch ein bisschen, also wir sind noch ein bisschen geschafft, einerseits von der Anstrengung, andererseits, weil wir halt dann echt, also auch ein bisschen feiern, ne, auch mit bisschen. Ja. Bisschen ist ja. Bis früh um neun. Wenn man dann früh, wenn man zu früh hochkommt, man denkt so, ach, das wird bestimmt dieses Jahr nicht so schlimm. Das sah eigentlich nachts alles ganz gut aus und dann kommst du hoch und denkst du so, nein. Wir haben uns jetzt auch angewöhnt, dass wir immer dieses Klavierstück von Twilight irgendwie dann laut spielen, ne? Also über Boxen dieses ja, um dann siehst du diese ganze Zerstörung oben, ne? Oder alles so in Müll, mit Müll begraben. Und man müssen ja jeden einzelnen Kippenstummel aufsammeln, ne? Also jeden einzelnen. Weil das, man macht da große Ketten, ja, dass die Leute mal wissen, wie das gemacht wird. Immer große Ketten und jeder ist für seinen Quadratmeter vor sich sozusagen immer verantwortlich. Ja, ja. Das Müllsammeln gehört auch dazu. Oh ja. Wie fühlst du dich am nächsten Morgen? Ich? Ja. Naja, ich sag mal, ich bin dann immer erleichtert, dass das Festival tatsächlich wirklich rum ist. Also es klingt zwar jetzt blöd, aber du bist dann einfach auch irgendwo froh. Weil ich fahre ja von 10 Uhr früh bis nachts um 4, sage ich mal, bin ich ja eigentlich voll auf Achse. Und dann, wenn da halt kein Unfall passiert ist, was ja auch sein kann oder so, und alles geklappt hat, dann bin ich auf jeden Fall sehr, sehr erleichtert. Und ja, die Aftershow-Party, da vergisst man dann den ganzen Stress, da fällt dann alles weg. Wenn ich dann aus dem Bus aussteige, haben die anderen unten schon für mich eine Flasche Jackie geordert, ja, und dann geht's halt richtig ab, sag ich mal. Und ja, früh bin ich, ja, ich sag's einfach, wie es ist, ich bin tot. Jedes Jahr aufs Neue tot. Und ich will nur noch nach Hause, das ist einfach die Wahrheit. Aber gut, wir haben ja gesagt, wir haben Verantwortung und dann gibt's halt in deinem Kopf, ist es dann halt einfach so, siehst du den Nebenmann und denkst dir so, oh Gott, dem geht's genauso wie mir und weißt schon, und dann gehen wir halt da hoch und machen das Ding halt noch sauber. Ja, also das ist schon Respekt, muss ich schon an alle sagen, halt, das ist schon heftig. Ja, aber ich finde es auch erstaunlich, wie schnell man das dann trotzdem um sauber kriegt, wenn genug Leute da sind. Ne? Also ja, gut, bis jetzt nur dauert es meistens schon, ne, sag ich mal. Naja, aber das ist wenig. Aber wenn du denkst, wie das Gelände ausschaut, da denkt man ja wirklich, um Gottes Willen, wie soll das jemals jemand schaffen, wieder sauber zu kriegen? Also ich meine, man muss für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal sagen, dass ja wirklich, da oben ist ja nichts, da ist nur Wiese. Und wir machen das ja dann auch so aus Erfahrung. Ich habe gemerkt, früher gab es Mitarbeiter beim Strubbel, Mitarbeitende, die haben gesagt, wir müssen um 11 Uhr früh mit dem Abbau anfangen, sonst schaffen wir das nicht. Da habe ich gesagt, ey, nee, also egal, was irgendjemand sagt, das machen wir nicht. Wir brauchen für die Helferinnen und Helfer brauchen wir an gewisse Ruhezeit. Und deswegen fangen wir jetzt erst um 13 Uhr, glaube ich, fangen wir jetzt an. Und dann kann sich jeder ein bisschen regenerieren, entspannen. Und dann ist es aber so, dass eigentlich das ganze Gelände mit allem, Bühne, Bauzäune, Bauzaunsteine, Müll, jedes Zelt, alles was da oben ist, es wird in 4 Stunden abgebaut vom Team. Da gibt's natürlich auch, also ich sag mal so, wir haben ja Festivalteam, die große Verantwortung haben, die sind alle da und dann haben wir normale Helferinnen und Helfer, die jetzt, sage ich ja mal, ja nur so loser dabei sind und da ist natürlich schon so, dass man da eine gewisse Ausfallquote hat, ne? Und das ist auch so einer der größten Kritikpunkte jedes Jahr, dass immer die Leute sagen, ey, das ist einfach blöd, dass wir jetzt da helfen und da stehen und die anderen sind nicht da. So, das ist auch ein Problem, was ich bis heute nicht gelöst habe und was halt immer wieder schwierig ist. Aber man muss trotzdem mal sagen, so im Endeffekt, wie es so funktioniert, ist eigentlich trotzdem krass. Nämlich, dass das ganze Gelände in 4 Stunden komplett leer ist und man eigentlich nichts mehr machen muss. Bis auf ein bisschen, gut, hauptamtliche Team geht am Montag immer noch ein bisschen Feinarbeiten machen, noch Kippen picken und sowas. Aber es sind so Kleinigkeiten. Was sind eure Highlight-Erinnerungen von der Aftershow-Party? Hast du nur hat gar nicht viele Erinnerungen. Oh. Ja, richtig, ja, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee, ich fand, Gott, wie hieß denn der? Nein, mir fällt gerade der Name nicht ein vor dem Held. Ihr wisst ja noch, es hat auch damals mal in der,
waren das die Real McKenzies? Ja. Ja, dann erzählst du, Jonas, erzählst du. Nee, erzähl, ne? Das passt schon. Ja, keine Ahnung, wir waren da so draußen und haben halt getrunken und dann kommen wir wieder rein und wie hieß denn der, wir waren das, der sich mit dem Sänger von Real McKenzies abgefressen hat. Ich werde namentlich nicht erwähnen, aber... Achso, okay, ja klar, verstehe ich, ist vielleicht ganz gut so. Und ja, und der war ja total besoffen, ne? Der Sänger, glaube ich, war das von den Real McKenzies und hat dann noch in seine eigene Jacke reingespeit. Also sorry, dass ich das jetzt da anbringe. War vielleicht ein wenig unappetitlich, aber das war schon krass. Also, dass ich eine Band so. Also, muss man sagen, der hätte auch wahrscheinlich ohne die Festung auf der Showparty ordentlich getrunken, weil da gibt es nämlich sogar in einem Wikipedia-Artikel zu Real McKenzies steht drin, die Band gibt es ja schon ewig und dass der irgendwie 80er Jahren die Band gegründet hat und dann von Anfang an durch extreme Alkoholeskapaden aufgefallen ist, seit es die Band gibt irgendwie. Und so war es dann halt bei uns auch. Ja. Samu, vielleicht kannst du das mal erzählen. Wir haben doch mal einen geschminkt, der ist doch dann heimgelaufen und wurde von der Polizei angehalten, oder? Das kann der Jonas Müller sagen. Der Jonas kann das sagen. Das ist nämlich der Kollege vom Jonas gewesen. Okay, Jonas, du. War aber, glaube ich, nicht die Aftershow-Party, das war die Helferfeier nochmal später. Ach so. Es gibt ja nochmal so, wie woanders es Helfer essen, gibt es ja bei uns nochmal die Helferfeier, wo dann nochmal jeder in Ruhe kommt und nochmal feiert. Und da war es, ja genau, da war es, also da ging es recht high dazu. Und wir haben nachts angefangen, uns zu schminken und anzumalen mit Edding. Und ein Kollege von uns, den haben wir noch Zöpfe reingemacht in die Haare. Und der hat dann eine schwarze Tischdecke vom Strubbel genommen, hat sich als Cape rumgebunden und ist dann vor Kronach heimgelaufen. Und unterwegs hat ihn dann die Polizei aufgegriffen, hat gefragt, wo er hin will. Und die hätten jetzt fast einen Unfall gebaut wegen ihm, weil er auf der Straße rumläuft. Und dann haben sie ihn eingepackt und haben jetzt gesagt, sie fahren da jetzt mit heim und dann sagen sie mal, was seine Eltern dazu sagen. Und dann hat er gesagt, naja, ich bin volljährig, das ist doch völlig wurscht, was meine Eltern sagen. Dann haben die halt nachts noch seine Oma rausgeklingelt, was seine Oma dann wach war. Und, ja, also das war ziemlich gut mit. Das war, ja. Schade, ja. Da gibt es noch Bilder. Ja, es gibt noch Bilder. Aber ich muss auch dazu sagen, ich war auch angemalt mit grünen Edding. Und ich bin mit dem Disco-Bus nachts heimgefahren und ich habe es nicht gecheckt. Und meine Mutter hat damals noch Geburtstag daheim gefeiert. Ach, scheiße. Okay. Und ich komme zur Tür rein und alle glotzen mich an. Hallo. Hatte ich dann grünen Schnauzer und Kringelbart. Ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Ne? Cool. Apropos Foto, ich erinnere mich auch an ein cooles Foto, was dir als Viertel, als Emil Bulls-Fan bestimmt auch gut gefällt. Das ist, einmal war nämlich die Emil Bulls auch auf der Aftershow-Party. Mehrmals sogar. Da gibt es ein Foto, wo du mit dem Sänger von Emil Bulls einen Song spielst. Ja, also richtig, ja. Außenrum überall Flaschen. Und ihr zwei in der Mitte, der Christoph von Freidorf heißt er doch, ne? Ja, richtig, ja. Und du zockst Gitarre und er singt und das ist schon auch ein geiles Bild irgendwie. Das war cool, ja, das stimmt. Ja. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Ja, da war der Andi. Sieht auch mal, was der Strubbel so kann, ne? Dass deine eigenen Idole so hautnah. Ja, voll, muss man wirklich auch sagen. Also, wie ich es vorhin schon irgendwann mal erwähnt habe, durfte ich ja dank dir, Samu, damals als Vorband von Emil Bulls spielen und das war wirklich auch richtig cool. Also ja, das hätte ich ja auch ohne das Festival, ohne Festung Rockt oder so, hätte ich das ja auch, also die Chance wahrscheinlich nicht gehabt, sage ich mal, ja. Ja, und es war vor allem richtig cool im coolen Sinne, weil es nämlich das war mein erstes Jahr im Strubbel, das war 2009, ja. Ja. Und ich habe gedacht, ach komm, ey, wir haben da draußen so eine coole Scheune, die Leute vom Konzertteam, die wünschen sich Emil Bulls. Dann habe ich gedacht, ey, da frage ich mal an. Dann haben die echt gesagt, die kommen. Dann habe ich gesagt, naja, wann machen wir denn das? Naja, 18. Dezember, da ist bestimmt noch Ja, plus. Genau, 18. Dezember. Es war 18. Dezember, ja, da ist normalerweise noch plus gerade. Und dann war da ausgehend in dem Jahr ein Wintereinbruch, das war radikalst. Die Leute haben Tickets gekauft, die wussten natürlich nicht, dass es in der Scheune ist. Dann war diese Show tatsächlich in der Scheune mit minus 18 Grad am 18. Dezember. Und dann war eine Situation, die werde ich echt nie vergessen. Dann haben die Emil Bulls Soundcheck gemacht und der eine hatte so einen Kaffee
also mit Löffel, und stellt so den Kaffee ab, hat kurz gequatscht, so eine geraucht und ja, und dann nimmt er so einen Kaffee, will trinken, setzt so ab, schaut so in die Tasse, zieht den Löffel hoch. Und dann war das ganze Ding war halt ein Eisblock gewesen. Das war so geil. Da hat es sogar durch die Decke durchgeschneit damals, weißt du es noch? Ja, da war so klar. So heftig. Hat es durchgeschneit. Da kamen Mädels mit Minirock zum Konzert her, die wussten halt nicht. Also das war, ich meine, gut, da habe ich als Veranstalter auch, das war eins meiner ersten Shows. Aber die Emil Bulls haben danach gesagt, hey, weißt du was? In der Bandkarriere, da erinnerst du dich an die Show, wo am wenigsten Leute da waren, an die Show, wo am meisten Leute da waren, an die geilste Show, die du je gespielt hast. Und wir erinnern uns jetzt immer noch an die kälteste. Ja, ja. Das wissen die aber auch heute noch, das weiß ich selber, weil ich das damals ja mal drüber unterhalten. Ja. Unglaublich, aber auch das haben wir durchgezogen. Jetzt nochmal eine andere Frage. Ferdl, es gibt ja so eine Tradition beim Festival auch, die mit dir zu tun hat. Und zwar nachts zu später Stunde, eigentlich am frühen Morgen, wenn die Sonne so aufgeht, da sitzen wir meistens am Lagerfeuer und dann passiert etwas ganz Besonderes. Jetzt war der Wunsch aus dem Team da, dass du für uns mal den Kartoffelsong spielst. Oh, ernsthaft? Naja, ich habe nicht gesagt, dass du es machen sollst. Es war die Aufgabe aus dem Team gestellt, aber ich muss sagen, wenn du das sagst, nee, das soll nur für die Eingefleischt. Also ich sage mal so, ich habe eine unglaublich schöne Stimme. Die wenigsten, wenn ich singe. Also ich kann auch extrem gut singen. Und ich muss dann halt, das machen wir doch immer so, dass ich auf deine Schultern gehe und dann. Ja, aber das sind jetzt echt schon richtige Insider-Dinger, ne? Weil das ja, ist, dass dann der Ferdl steigt dann im betrunkenen Zustand. Steigt dann auf den Stuhl, ich halte den Ferdl, der setzt sich sozusagen auf meine Schultern, kriegt dann die Gitarre gereicht und spielt dann diesen Song. Und ich muss ihn dann halten, sozusagen, bis der Song fertig ist. Ich weiß, das ist so nicht, deine Tradition, aber das ist jetzt wirklich so ein bisschen Insider. Ich will jetzt mal Folgendes sagen, liebe Leute. Was? Es ist der Kartoffelsong, ja. Also, der heißt Kartoffelsong, genau. Und ja. Ich würde euch mal Folgendes sagen, wir spielen in diesem Podcast nicht. Aber ihr könnt ihn natürlich gerne hören, und zwar, wenn ihr ins Festival-Team kommt, euch das ganze Interesse gemacht hat, ihr Bock habt, dann meldet euch einfach und kommt ins Festival-Team. Dann habt ihr irgendwann wahrscheinlich am 28. Mai 2022 nachts, schon 29. Mai, habt ihr dann die Chance, diesen Song zu hören. Gute Überleitung. Genau. Nämlich, ich habe noch ein paar Fragen so zum Festival. Und zwar, was sind denn die Aufgaben beim Festival, die euch am wenigsten liegen und die ihr nicht so gerne macht? Ferdl, du vielleicht zuerst. Nicht so gerne macht? Ah ja, Essen. Das jetzt schon, ne? Essen holen. Essen holen ist am Festival das Schlimmste für einen Shuttlefahrer, weil wir über das Kopfsteinpflaster fahren, also weil ich ja über das Kopfsteinpflaster fahren muss. Und die Tashi macht das Catering für die Bands so extrem groß und meistens sind irgendwelche Soßen dabei und das läuft halt alles durch den Bus, ja, und das ist immer, immer scheiße, weil der ganze Bus riecht nach Essen, schaut aus, aber konkret, was ich nicht mag, muss ich gerade fast ein bisschen fassen, wenn ich ehrlich bin, also ich überlege gerade, fällt mir eigentlich nichts weiter groß ein. Ja, Abbau halt, ja. Abbau ist das Schlimmste. Ja. Abbau ist mit Abstand das Schlimmste, aber ansonsten macht eigentlich alles Spaß. Was im Vorfeld vom Festival ein bisschen anstrengend ist, sage ich, ist das Probehören für den Bandcontest, wo sich dann alle Bands drauf bewerben, weil gut darf man eigentlich auch nicht mehr sagen, ist eigentlich ziemlich interessant, aber ist halt eine langwierige Sache, weil wir von jeder Band immer zwei Songs anhören und bei manchen Bands ist das auch ein wenig anstrengender, sage ich. Manchmal wird man auch richtige Perlen entdecken, also richtig gute Bands, wo man denkt so, wow, das haben wir in Kronach, irre. Und ja, Jonas, du bist dran. Also ich finde immer das Probehören vom Bandcontest, finde ich immer Highlight mit eigentlich. Echt, ja. Ist immer total spannend. Ja, aber sonst, ich glaube, Anfestung Rock selber ist jeder Bereich auch cool. Es ist halt so eine Gesamtsituation einfach, die Spaß macht.
Ja, und es hat so jeder Bereich seine Vorzüge, denke ich, aber am liebsten bin ich schon an der Bühne. Und was ich überhaupt nicht mache, sind auch die Kippenstummel aufsammeln. Ja, das ist das Allerschlimmste, weil ich das auch, ich meine, ich bin schon immer Nichtraucher, ich finde sowas so unnötig, aber ich glaube, das macht 80% vom Abbauaufwand macht das Kippenstummeln sammeln aus. Das kann wirklich sein, ja. Ja, das kann wirklich so sein, ja. Leute, ich habe noch mal ein paar Fragen für Jonas, und zwar, du hast ja, das haben wir heute am Anfang schon gesagt, auch das Festival aus ganz anderer Perspektive oder aus einer ganz besonderen Perspektive kennengelernt, nämlich als du als FSJler im Strubel angefangen hast. Du warst ja damals noch ein sehr junger Mensch, ich glaube 18 oder 17 oder 18 und 19 oder 20. Ja, also so in dem Dreh rum. Und dann bist du hier in Strubel gekommen und hast dann auch mich erlebt, das Festival erlebt, und ich habe dann Sachen von dir erwartet, wo du vielleicht gar nicht so richtig wusstest, also vielleicht wusstest du gar nicht so richtig, worauf hast du dich da eingelassen. Wie war denn das für dich so als junger Mensch, da so dieses Festival mitzuorganisieren? Also wie kam das so? Wie war das so? Also ich fand es richtig gut eigentlich. Und ich muss auch sagen, ich bin mit Sachen konfrontiert worden, wo ich am Anfang auch gar nicht so gedacht hätte, dass ich das machen kann. Oder also ja, man hat halt einfach viel dazugelernt und man hat so seine eigenen Stärken kennengelernt. Jetzt nicht nur bei Festung Rock, sondern auch generell im FSJ. Und ich bin, glaube ich, auch dadurch ein wenig zur Tontechnik noch mit dazugekommen, dass ich sage, ich interessiere mich für die ganze Technik drumherum, nicht nur das Musik machen, sondern auch Auf- und Abbau, die Technik, das Mischen. Genau, das fand ich schon gut. Und letztendlich hat es ja dann auch meine beruflichen Perspektiven beeinflusst. Ich wollte ja damals, als ich im FSJ im Strubel angefangen habe mit FSJ, hatte ich noch den Wunsch oder das Ziel, Mediengestalter zu werden. Mache ich ja auch hobbymäßig noch ab und zu, jetzt auch teilweise für Sachen für Festung Rock, aber habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich eigentlich eher in die andere Richtung gehen will, mehr mit Menschen zusammenarbeiten will, und habe dann auch den Weg eingeschlagen und soziale Arbeit studiert. Mhm. Genau, also das hat mich schon die Zeit im Strubel sehr beeinflusst, muss ich sagen. Ja. Da hast du mir jetzt gerade eine Frage vorweggenommen, ne? Und zwar war aus dem Team auch noch die Frage, du hast als FSJler noch explizit gesagt, du möchtest nie Sozialpädagoge werden, und jetzt bist du doch Sozialpädagoge geworden. Warum hast du deine Meinung geändert, war die Frage. Du hast schon gesagt, dass sozusagen der Strubel da mitgewirkt hat, aber vielleicht kannst du auch noch ein bisschen so fachlich das einfach nochmal begründen, was dich da irgendwie anscheinend am Strubel so gepackt hat, pädagogisch, dass du gesagt hast, ich möchte einfach das auch machen oder in so eine ähnliche Richtung gehen. Ja, also ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass ich das nie machen möchte. Ich glaube, ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm vorher, zu diesem Berufszweig. Also ich bin ja ganz ursprünglich dazu gekommen, weil ich noch Zivildienst hätte machen müssen, und dann habt ihr mir ja das FSJ angeboten stattdessen. Und ich weiß noch, du hast mich auch angerufen, als dann die Wehrpflicht abgeschafft worden ist. Und dann hast du gesagt, willst du überhaupt noch FSJ dann machen oder wie schaut's aus? Und da habe ich dann schon Blut geleckt bei der Festung Rock. Und dann habe ich gesagt, na klar, mache ich noch mit. Auf jeden Fall. Ja, und ja, es war dann einfach so, denke ich, ja, die Perspektive. Ich habe halt selber gemerkt, wie viel durch die Arbeit im Strubel auch in einem selber rausgearbeitet worden ist, ne? So Sachen, die man vorher vielleicht an sich noch gar nicht gekannt hat, so Seiten. Und das fand ich halt spannend und das fand ich auch gut, also auch mit den Jugendlichen dann zusammenzuarbeiten und einfach zu sehen, da sind Leute und denen kann man was bieten und die können sich entfalten im Prinzip im Strubel. Und auch durch die soziale Arbeit arbeitet man ja viel Potenziale und Chancen bei jungen Leuten raus. Und es ist einfach spannend, wenn man dann sieht, wie sich die Leute entwickeln über die Zeit, die man sie begleitet. Ja, und einfach die Leute zu fördern. Das gibt halt auch viel zurück.
Und ich glaube, das, ja, ich meine, ich bin ja jetzt auch als Sozialarbeiter hauptamtlich oder hauptberuflich in so einem Bereich tätig, aber und im Strubel mache ich trotzdem noch gerne das Ehrenamt, ja, weil man halt einfach so zusammenwachsen kann und ja, das finde ich halt immer noch spannend, also auch wenn man sieht, wie manche Leute ankommen im Strubel und wie die wieder rausgehen nach ein paar Jahren und wie die sich beruflich und perspektivisch entwickeln, ist echt gut. Das stimmt, ja. Ja, ja, und man erlebt ja auch Geschichten, ne? Also krasse Erlebnisse oder Hintergründe von manchen Leuten und Familien, wo man denkt, puh, die haben es echt nicht leicht, die dann aber auch einen Anlaufpunkt finden. Ja. Nee, du bist ja übrigens auch nicht der Einzige, der, nachdem er hier bei uns erste Erfahrungen gesammelt hat, dann in den sozialen Bereich ist, sondern wir haben ja auch ganz viele nach FSJ andere hervorgebracht, die soziale Arbeit studiert haben, nicht nur dich. Wir haben Erzieherinnen und Erzieher hervorgebracht, also ganz viele, die irgendwie auch sagen, Mensch, das hat mich inspiriert und es ist auch irgendwie ja für uns auch so ein Lob, wo man einfach sagt, ey, also anscheinend erreicht das Menschen auch auf so eine Art und Weise oder inspiriert die, dass sie selbst sowas machen wollen beruflich. Also ich finde es, empfinde es eher als auch so, ja, ein bisschen Lob für unsere Arbeit oder wie soll ich sagen, so als, ja, also es ist einfach schön, dass man Leute inspirieren kann. Gleich noch eine Frage an dich, Jonas. Ferdl betreffend. Und zwar, aus dem Team kam noch die Frage, welches Lied wünschst du dir mal von Ferdl auf der Aftershow-Party? Was soll er mal spielen auf der Gitarre? Ich mir vom Ferdl wünsche? Ja. Ich meine, du kannst das selber spielen. Was will man sich noch mehr wünschen, oder? Ich meine, das Kartoffellied auf jeden Fall, aber das braucht man sich ja nicht wünschen, das kommt automatisch. Das stimmt, und ja. Ich glaube, beim letzten Strubbel-Camping, was wir gemacht haben am See, haben wir es ja eine Stunde lang in sämtlichen Textvarianten gehört. Stimmt. Das war cool, ja. Also, was für einen Song würdest du denn gerne mal performen, den der noch nie gelaufen ist von dir, den du noch nicht geliefert hast? My Heart Will Go On von Celine Dion. Ja. Nein, Quatsch. Ja, wenn ich mal festnageln, es wird beim nächsten Mal gespielt. Nee, ich kann es vielleicht noch auf dem Klavier. Echt? Dann machen wir uns zusammen. Dann wünsche ich das mir von dir. Nee, da... Okay, du bist der begnadetere Covermusiker, sage ich, ja, bei uns. Also ich kann eigentlich immer gar nichts auf der akustischen Gitarre. Wenn der Ferdl das singt, der Jonas spielt Gitarre und macht dann immer dieses. Das wäre gut. Das machen wir so, auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich noch eine letzte Frage eigentlich schon, und zwar. Ja, Fest und Rockt hat sich krass entwickelt. Ich glaube, das wissen alle, die hochgehen, alle, die jemals beteiligt waren und auch wir drei. Jetzt die Frage, was wünscht ihr euch denn für die Zukunft vom Fest und Rockt? Geht das Festival eigentlich besser? Oder sind wir da eigentlich schon relativ am Limit angekommen? Also ich sag mal, wir sind schon gut dabei jetzt, denke ich mal, nach den vielen Jahren, die wir es machen. Aber besser geht immer, glaube ich. Also, ja. Ich habe jetzt keine konkreten Punkte, wo ich jetzt spontan sage. Ich meine, so die Feinheiten im Ablauf, so dass der Bierausschank, die Kasse, der Eingang flüssig läuft. Ich meine, da gibt es immer Sachen, wo man nochmal verbessern kann. Ich meine, beim Booking. Es ist jedes Jahr eine neue Überraschung und auch ein Kampf, dass man die Bands kriegt, die man sich auch wünscht. Ich glaube, das ist ja, auch so schwer, ja. Es ist schwer, das Niveau zu halten, und ich denke, da können wir auch stolz sein, wenn wir sagen, wir halten das Niveau, das wir jetzt die letzten 2-3 Mal so vorgelegt haben, dass wir das auch dauerhaft dann so also durchziehen können. Also ich bin gespannt, was noch kommt. Und ich wünsche mir halt einfach, dass es auch von der Zusammenarbeit, vom Team her einfach so gut weiterläuft wie bisher. Also einfach Spaß macht, glaube ich, für jeden Beteiligten. Bei dir nochmal kurz anknüpfen, weil du jetzt gesagt hast mit Booking und so, das wissen ja eigentlich auch die wenigsten.
wie krass schwer es ist eigentlich, Bands zu bekommen. Ich meine, der Samuel, der ist da ja der Mann, der dann die ganzen Bands dann so zum Ende hin buckt, sage ich mal. Aber diese Preisunterschiede und so, denkt immer so, ja, holt das und das und das, das hört man ja immer so im Vorfeld und dann sieht man ja immer so die Wünsche von den, also wir schreiben ja, oder der Samuel schreibt ja dann meistens auf die Seite noch, auf die Strubel-Seite, welche Bands wünscht ihr euch fürs nächste Jahr und so, und dann, das ist so krass, wie man dann, wenn man das dann liest, so, was Leute für Wünsche haben, und wir probieren ja eigentlich alles immer umzusetzen, aber das ist halt einfach preislich, glaube ich, in den letzten Jahren auch extrem gestiegen, ja, also weiß nicht, vielleicht du noch sagen, sorry, dass ich jetzt den Moderator bin. Erstmal ist es so, dass wir auch da jetzt versuchen, mehr miteinander zu arbeiten, wir haben jetzt durch diese Verschiebungen haben wir das jetzt noch nicht so richtig ins Rollen gekriegt, weil da erstmal immer das Thema war, wir müssen die Bands vom letzten Jahr neu bestätigen, also haben wir immer geschaut, dass die halt wieder im Folgejahr auch auftreten, das ist uns auch gelungen, aber wir haben jetzt da auch, also ich mache das jetzt dann nicht mehr allein in Zukunft, sondern wir machen das in einem kleinen Team, wo halt nur 4-5 Leute drin sind, unter anderem der Jonas auch, wo wir dann halt, also die Ideen kommen von den Besucherinnen und Besuchern und aus dem Team. Wir machen da intensiv, stimmen wir uns ab, was für Bands wollen wir, machen da Listen, aber was dann natürlich am Ende klappt, steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Es ist teilweise echt ein elender, zäher Prozess. Es ist jetzt zum Beispiel so für mich die Sache, die mir am Festival am wenigsten Spaß macht, weil dann kommt irgendwann der Zeitdruck dazu. Es sind teilweise wirklich im Jahr hunderte Bands, die du anschreibst, oder hunderte Mails, die du schreibst, bis da die Dinge passen. Dann gibt's halt auch so Agenturen, die melden sich nie zurück. Also da ist wirklich so, dass du gar nichts bekommst. Und dann ist es so, gerade wenn es um Headliner-Frage geht, dann ist es halt auch ein Zeitfaktor, ne? Ich schreibe eine E-Mail und dann kommt 4 Wochen nichts zurück, dann hast du halt 4 Wochen Booking-Zeit verloren, ne? Und das ist halt ein ganz blödes Ding, ne? Also wenn du konkrete Offers machst. Aber ich denke, so alles in allem haben wir es saugut hingekriegt. Wir haben immer ein gutes Line-Up. Ich versuche auch echt immer auch mit euch zusammen, dass wir wirklich auf jeder Position gut besetzt sind. Ich denke mir auch nicht so, ey, ich habe einen geilen Headliner, aber die Band, die irgendwie nachmittags um 4 spielt, da ist ja dann egal. Nee, so denken wir nicht. Wir denken auch diesen Slot, denken wir uns genau durch. Wir schauen immer, dass diese Band dann halt vielleicht nicht so jeder kennt, aber dass die eine riesen Überraschung ist, dass die gut ist, dass die stark ist, dass die Spaß macht live und so. Also solche Sachen sind uns schon wichtig, dass wirklich jeder Slot vom Lineup irgendwie aus unseren Augen gut ist, gut besetzt ist. So. Und was Preise angeht, ja, ich sag mal so, das Budget fürs Festival ist halt an sich gestiegen, weil es ist halt ein Unterschied, ob du 1000 Besucher hast oder ob du 2700 Besucher hast, und dann auch, wir machen ja auch Getränke selbst, da fließt auch nochmal Geld. Wir haben auch seit einiger Zeit mit der Firma Weber noch einen Main-Sponsor gewinnen können, der auch nochmal ein bisschen uns unterstützt, und das ist eine Firma Weber Maschinenbau in Kronach, ist eine größere Firma, und ja, also da muss ich sagen, ich bin da eigentlich für die Zukunft auch ganz optimistisch, auch wenn die Headliner-Geschichte immer so ein Thema ist. Was wünschst du dir denn für die Zukunft noch vom Festival? Wir wünschen. Ich wünsche mir immer gutes Wetter für die Zukunft, weil sowas wie 2013 habe ich eigentlich keine Lust mehr. Aber ansonsten, ohne jetzt Eigenlob oder so an das ganze Festival-Team zu sagen, finde ich eigentlich das Festival schon ziemlich gut, und wir schreiben immer auf, was wir verbessern wollen, und eigentlich sind wir schon nah dran. Es wird nie alles glatt gehen, das ist so. Ich bin mega zufrieden mit dem Festival, es macht mega Spaß. Also das sind so meine, mehr kann ich nicht eigentlich dazu sagen, weil Wünsche, sorry, bin ich gerade überfragt, hast mich jetzt gerade ein wenig überrollt. Alles gut. Also ihr zwei, dazu vielleicht noch einen letzten Satz. Ich als Hauptorganisator oder Verantwortlicher, ich muss ja dann immer auch, ich habe ja dann so einen großen Plan, so ein großes Ganzes im Kopf. Ja. Und habe ich dann auch beim letzten Mal gesagt, okay, wie der Jonas es gesagt hat, es ist nie alles perfekt und nie hundertprozentig und du kannst dich immer verbessern. Aber
der Plan, also beim letzten Festival war es so nah am Plan wie noch nie. Und das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Der Plan, der kann vielleicht immer noch mal besser gehen, aber es ist halt dann, wenn es nah am Plan ist, dann ist es echt gut. Und 100% auf dem Plan schaffst du nie. Ja, dann, liebe Leute, ich wollte mich jetzt noch bedanken bei euch. Das war's. Ja, ich habe keine weiteren Fragen. Es hat echt total Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern auch Spaß gemacht hat, so ein bisschen Insights zu bekommen über das Festival, über euch als Menschen und ja, halt auch ein paar Insights von mir. Und ja, also toller Podcast, denke ich, hat mir total Spaß gemacht, euch zu interviewen. Danke, dass ihr dabei wart.